Ja, dann einen wunderschönen guten Abend, ein Hello, Alaaf und Ahoi an alle Karnevalsfans heute am Rosenmontag. Ja, wir sparen es uns jetzt in irgendwelchen Kostümen auf Party zu gehen. Wir machen das Ganze virtuell. Wir gehen alle als Vampire oder so. Schauen wir mal, was uns heute so begegnet. In diesem Sinne begrüße Hattie ich ist alle. immer in einer Art Kostüm. Auch wenn Ach es so. ein Kostüm-Kostüm ist, ein kleines schwarzes ist auch ein Kostüm. Hattie ist immer perfekt angezogen. Gut, wunderbar. Deswegen trotzdem. Ich begrüße Dieses alle Arboretum Patreons. hat noch nie eine so ausgezeichnet angezogene Person erlebt. Das möchte ich jetzt hier mal ganz klar Das sagen. weißt du ja gar nicht. Deswegen begrüße ich doch mal alle Patreons und alle diejenigen, die uns nachher auf YouTube anhören. Und meine beiden Spielerinnen, die Callisto und die Cutie. Hallo. Brianna hat kein Hallo. Kostüm an im Moment. Sie trägt einfach Klamotten, in denen sie sich wohlfühlt. Ja, das Problem ist, ich habe Klamotten an mit hohen Schuhen. Die Tatsache, dass es hier Spinnen gibt, haben jetzt ein großes Problem ausgelöst. Müssten wir weglaufen, hätte ich ein Problem, weil mir irgendjemand erzählt hat, dass es hier Riesenspinnen gibt. Ich bin mir sicher, das hätte ja auch in Stöckelschuhen enorm schnell sein Das können, stimmt ne? allerdings. Ja, deswegen, liebe Närrinnen, nachher lesen, was ist denn letztes Mal gewesen? wenn ich jetzt, wenn, man müsste Ja, jetzt also wir diesen haben Jingle Abdul einspielen. Abbas kennengelernt. Genau. Das ist ein Kalif, der möchte mir Schmuck, der möchte von mir Schmuck im ägyptischen Stil. Da hatte ich aber leider nichts und ich werde mich in 72 Stunden bei ihm melden, habe aber tatsächlich nichts sourcen können. Er ist ein Follower des Seth. Oh, die machen irgendwas mit Schlangen. Man weiß es aber nicht so genau. Sie sprechen mit gespaltener Zunge, also im übertragenen Sinne. Man sagt, man kann ihnen nicht so trauen. Hauen einen übers Ohr. Der war aber auf meiner Vernissage und hat nicht versucht, mich übers Ohr zu hauen. Er hat nicht mal versucht, was zu kaufen. Aber wir halten jetzt die Augen auf nach ägyptischen Ja, Stücken. genau. Du hattest aber was recherchiert. Du warst in Ja, aber da habe einem ich nichts Laden. gefunden. Du hast Also, Fotos was ich. gemacht. Ach, stimmt, nee, genau. Richtig, Und hattest die ihm ich hab mir zugeschickt, was ohne besorgt Preise? und habe ihm das gesorgt. Genau, richtig. Ich habe was. Stimmt, das habe ich. Warum habe ich das nicht aufgeschrieben? Ich habe was gefunden, habe das dann aus einem Katalog genommen und ihm weitergeleitet. Aber er hat sich nicht gemeldet. Und dann habe ich noch geschrieben: Er hat sich Brief füttert bedankt, dass du es Katzen geschickt an, hast. die sie zu ihren Augen und Ohren macht. Ich weiß jetzt nicht mehr, warum ich das aufgeschrieben Ich habe. folge Crows Beispiel. Das heißt, ich habe angefangen, die Katzen in meinem Block, mich um sie zu kümmern, auf dem Dach eine Futterstation anzubieten, regelmäßig da zu sein, um auch zu gucken, ob irgendjemand, keine Ahnung, mal was gereinigt haben muss oder. Ich baue mir langsam ein Netzwerk auf, weil die Katzen sind überall und kriegen alles mit. Aber das mache ich ganz piano. Es wird auch noch eine Weile dauern, bis das richtig funktioniert, weil die Katzen sind scheu, aber das ist Breeze. Und das hast du mir nicht erzählt, da habe ich mich gefragt. Erzählst mir das, das hast du mir nicht erzählt. Genau. Und Es dann. gibt, also Brianna wird es dir auch nicht verheimlichen, aber es ist für sie im Moment nichts Spannendes, warum sie es Ja. erzählen sollte, weil spannend wird es, denke ich, wenn sie irgendwas hört und erzählen muss, wo es ist. Ja, dann wird es Miau. toll. Aber im Moment ist es für sie, wie gesagt, ganz piano. Sie hat ja alle Zeit der Welt, mal ganz ehrlich. Gut, die Katzen, die haben nicht alle Zeit der Welt, aber. Brianna bricht das jetzt nicht übers Knie und wird sich langsam das Vertrauen der Katzen in der Umgebung erschleichen. Und dann sind wir ins Arboretum mit der Living Wall im Ofen, im Ofen, im Lift. Im Lift, genau. Den Karlchen besuchen, Und einen Karlchen hat auch Algerien. schon geredet. Wir glauben, er hat mit einer Pflanze geredet. Ja. Ja, das schauen wir mal. Wir haben sehr viel Grün um uns herum und ich weiß immer noch nicht, wie wir dazu gekommen sind, aber Hattie hat jetzt Sorgen vor Spinnen. Weil es ist ja ein Riesenspinnen. Dschungel und im Dschungel leben große Spinnen. Ich hatte über Vögel gesprochen, bin nicht ziemlich sicher, ob hier so Vögel rumfliegen, aber Wir sind hier nicht auf Maraskan. Ja, Vögel war Ja, auch aber nein, Spinnen wir gibt hören es nichts. überall. Ich meine, das ist ja Ja. das Problem. Spinnen gibt es ja auch in New York. Es gibt ja die heimische New Yorkinische Hausspinne. Ja, wer weiß, was die mit den Pflanzen, die sie eingeführt haben, nicht an Insekten plötzlich mit dabei hatten. Das Wir geht ja kennen ganz schnell. alle die Urban Legend von der Tarantel in der Hand, Yucca-Palme. Bananen. Ju Das oder ist Yucca-Palme. übrigens kein Urban Legend. Ich Wieso kann warst sie du mit dabei? Bananen bei Edeka holen. Man muss halt gucken. Ihr habt aber noch eine Ehrlich, Sache bis vergessen sie vom im letzten Edeka Mal. liegen, ist die Spinne aufgefallen, aber beim Ausladen am Hafen und so weiter, aus den Containern und so weiter, da hast du viel Freude, was du da finden kannst. Ach so? Das Also heißt, wie wenn man gesagt, irgendwie neue Haustiere braucht oder bis so, zum dann. Edeka ist die Banane so oft umgeladen worden, da ist nichts mehr drin. Das bezweifle ich, aber. Gut.
Sehr gut. Ihr habt noch eine Sache vergessen. Das Highlight der letzten Folge, mehr oder weniger. Unsere Halloween-Kostüme. Ja. Ach ja, genau. Ja, ich habe jetzt mittlerweile auch die Backstory von Harley Quinn gelesen. Alle drei Bände. Ich habe sie versorgt. Ich habe sie versorgt. Ja, also Brie geht als Werwolf. Unter dieser Voraussetzung hätte ich mir tatsächlich auch die eine blonde Perücke besorgt. Denn Harley Quinn ist ja blond. Ja. Also es hätte dann wirklich sehr gut ausgesehen. Eine blonde Echthaarperücke. Ja, ein Mischhaus. Hat die ja irgendwie noch farbige Strähnen drin oder so, ne? Die Enden sind irgendwie gefärbt in Das hätten wir alles und Grün oder so. Hätten wir keine halben Sachen. Genau. Aber ja, die Halloween-Party, das war ja da, wo du den lieben Abdul kennengelernt hast. Nee, den habe ich auf der Vernissage kennengelernt. Ach, das war auf der Vernissage. Aber Halloween-Party war auch schon durch, gell? Die war danach, war davor, weil mich die Vernissage war im November. Die war im November, du hast recht. Mhm. Die haben wir dann ja übersprungen. Mhm. Naja, und jetzt schauen wir mal. Jetzt beobachten wir den Karlchen, wie er mit Pflanzen redet. Ja, also ihr seid da durchgegangen und als ihr so um die Ecke kommt, da sitzt tatsächlich eine Person, gekleidet in so einer grünen Gärtner-Latzhose, die halt vorne, also im Moment dreht ihr euch den Rücken zu, beziehungsweise, ne, ihr seht ihn von hinten, die halt so diese verstärkten Knie hat, ne, mit diesen blauen Pads da drauf. Er hat ein kariertes T-Shirt an, das ist ja relativ warm hier, dann geht das schon. Einen dunkelblonden Lockenkopf, etwas wuschelig. Und er trägt einen durchaus gut ausgestatteten Werkzeuggürtel, an dem allerlei so Gartengeräte hängen. Da sind so Schlaufen dran, wo so kleine Hacken und dran sind. Oder auch so ein Schnürbündel mit so einem Sisal, mit so einer Sisalschnur. Und tatsächlich wie so ein Revolverhälfter schon. Es ist der doppelte Griff eines Werkzeugs. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwann mit einer Rosenschere zu tun hattet. Habt ihr denn selber Pflanzen, die ihr versorgt oder so? Könnte man vielleicht an der Stelle mal fragen. Also selber versorgt? Das mickrige Wesen dahinter mir, was ich versuche, nicht zum Sterben zu kriegen, ja. Also ich meine jetzt auch als Kanit jetzt, ne? Als Pflanzen? Nein. Als Kanit, das war halt die Frage. Ehrlich, ich glaube, bei Brie stehen ein paar, die genauso jämmerlich aussehen und Cat hat die Aufgabe, sie tags. Obwohl, ehrlich, gießen kann Brianna sie auch nachts. Ist egal, wann du den. Nein, ehrlich, Pflanzenkundler werden sagen, es ist nie egal, wann du ihnen Wasser gibst. Brianna wird versuchen, sie am Leben zu halten, weil es sieht hübsch aus, muss man sagen. Ich glaube, Hattie hätte unten in ihrem. Ja, genau, in ihrem Ausstellungsraum. Tatsächlich Pflanzen, aber so Renta-Plant-mäßig. Also die kommen ja dann und dann kriegst du ja diese großen mit dieser Hydrokultur, die du in Ausstellungen oder auch in Büros hast, damit das halt so einigermaßen irgendwie schick aussieht. Und da, also kann man ja auch sogar einen Service buchen, dass die kommen und die dann versorgen und dann die alten wieder mitnehmen und durch neue ersetzen. Und ich glaube, das hätte sie tatsächlich gebucht für den Showroom, damit es gut aussieht. Aber privat hat die keine Pflanzen. Das ist, ain't nobody got time for that. Gut, alles klar. Das heißt, es ist Brie mehr schlecht als recht. Ich glaube, viele Pflanzen sind schon des Jordans gegangen und werden immer wieder nachorganisiert, weil sie einfach, es ist, wie gesagt, ja schon ein bisschen hübsch. Das heißt, Catherine ist dann nicht irgendwo zu abgestellt, zwischendurch mal nach den Pflanzen ich zu schauen? Ich glaube nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass unten im Büro hier und da welche stehen. Das wäre sicherlich eher Catherines Job. Die oben bei Brie in der Wohnung, die wird sie schon selber versuchen. Mhm. Wie gesagt, das Versuchen ist wahrscheinlich genau der Schwerpunkt. Ich glaube, was aber Hattie hätte, wären tatsächlich immer mal wieder Schnittblumensträuße. Mhm. Auf ihrem Schreibtisch. Also die würde dann wahrscheinlich auch so ein Theme haben, dass sie jetzt sagt, jetzt ist so der blaue Monat und dann sind es blaue Blumen und so. Also ich glaube, das wäre so eher ihr Ding, aber Pflanzen, nee. Okay, gut. Das heißt, ihr könnt jetzt diese, ja, es ist im Endeffekt eine Rosenschere, die hat ja diesen Scherengriff dann auch, wo ihr bei ihr oben den Griff seht, jetzt nicht identifizieren, aber halt, es werden Gartenwerkzeuge sein, vielerlei eine Art. Und in der Tat, er redet so ein bisschen mit sich selber. Ich weiß auch nicht hier, dann. Irgendwer hat das alles durcheinander gebracht. Das war bestimmt der Socke, dieses kleine Ungeheuer. Wenn ich den erwische, das muss ich alles wieder neu machen hier. So was Blödes. Und er babbelt halt so ein bisschen da vor sich hin. Ich räuspere mich. Guten Abend.
Rena würde einen guten Abend hinterhergeben. Ach nein, jetzt geht das wieder los, dass ich wieder Stimmen höre. Aber dieses Mal sind sie weiblich, ist mal was Neues. Herr Karlchen? Ja, Frau Stimme. Mein Name ist Harriet Jones von Jones Auktionshaus und Antiquitäten. Ich bin hier mit meiner Geschäftspartnerin Brianna O'Reilly von O'Reilly, wie heißt das, B&M Logistics? B&M Logistics, ja. Von B&M Logistics. Sie sind uns empfohlen worden. Sie können sich auch gerne umdrehen. Interessant, der Text ist auch neu. Klopft sich so ein bisschen der flachen entgegen. Brianna wird vorsichtig auf ihn zugehen und ihn auf die Schulter tippen. Ach, je. Ja. Nein, und es wieder, ist keine wieder zwei Schritte Halluzination. Ja. Wir sind wirklich hier. Ach du meine Güte. Er dreht sich um, also steht auf, dreht sich um. Er ist nicht besonders groß, so 1,70 vielleicht. Hat ein sommersprossiges Gesicht. Naja. Aber Hattie hat hohe Schuhe, das gleicht das vielleicht ein bisschen aus. Ne? Also er hat, ja, so Arbeitsschuhe, so Sicherheitsschuhe, so. Mhm. Ne? Also, Und sommersprossiges Gesicht und so grün-graue Augen. Und das Merkwürdige ist eben, dass er vom Kopf her so ein bisschen, ihr steht ja nebeneinander, so im Endeffekt so von der Nasenspitze aus die Mitte anpeilt, aber euch gleichzeitig anguckt, weil die Augen so ein bisschen nach links und nach rechts gehen. Okay. Und dann auf einmal schwenken die Augen um und gucken, also sie schielen quasi. Als ob er die Augen wirklich unabhängig voneinander bewegen kann. Wie ein Chamäleon. Wie ein Chamäleon. Ach je, wer seid ihr denn? Moment. Und er geht so auf Brianna zu. Bist du der Schlüsselmeister? Und du der Torwächter? Ja, sehr richtig. Bist du dann Suhl? Was? Nein. Nicht gut, denn sonst aber, müssten wir jetzt... Aber dann habe ich ja richtig prominenten Besuch hier. Ach du meine Güte, aber ich gar nicht drauf vorbereitet. Kein Problem. Wir wollten uns nur euer schönes kleines Reich anschauen. Es wurde uns empfohlen, mal herzukommen. Oh ja, das ist hier mein Reich, ja. Ich heiße zwar nicht Suhl, mein Name ist Karlchen, aber gut. Irgendwas ist ja immer... Ich würde mir gerne mal seine Stimme anhören. Hat er einen amerikanischen Akzent, wenn er Englisch spricht, oder habe ich den Eindruck, er kommt irgendwo anders her? Der wird einen amerikanischen Akzent haben. Okay, weil es hätte ja sein können. Also ich meine, es soll ja auch Heavy Metal Kainiten aus Berlin geben, die dann da irgendwo in London... Ein Karlchen wäre alles möglich. Beziehungsweise aber aus Niedersachsen. Ja, eben, das Karlchen, deswegen habe ich mir gedacht, weil er auch zu blond ist, Karlchen vom Dach, vielleicht ist das, handelt sich hierbei um einen Schweden. Es könnte ja auch vorfahrenmäßig irgendwo der Einschlag da sein. Deswegen habe ich genau zugehört. Brianna würde ihm aber frech die Hand hinhalten. Das ist aber schon sehr gut geraten. Das ist nicht genau so. Ja, das ist die Intention von diesem Charakter. Ich würde ihm dann auch die Hand reichen, nachdem also, er Brees Hand, wenn er sie schüttelt. Falls er sie genommen hat. Also Bree würde ihm noch die Hand reichen. Ja, ich bin Bree. Wir sind noch nicht lange in New York, aber so das viel Grün. Sein. Ich habe euch irgendwie da, habe ich euch schon mal gesehen, ich bin mir nicht sicher, großes Badaboom fällt mir da irgendwie ein. Vielleicht war das irgendwie damit in Zusammenhang. Ich muss mal irgendwie, großes Badaboom unten am Hafen. Ach doch, ja, da waren wir da. Ja. Bree grübelt jetzt und überlegt, ob sie dort ein Karlchen registriert hat. Wahrscheinlich nicht, aber... Also ich kann mich auch nicht an ihn erinnern. Meine Wände sind aus Glas, müsst ihr wissen. Von oben hat man ja einen tollen Ausblick. Ach, du wohnst hier? Ist es tagsüber nicht ein bisschen hell? Wo ich wohne, das ist... Nein. Gut. Ich glaube nicht, dass er sich in der Sonne braun brezeln lässt. Eben, deswegen, also... Ich wohne hier. Was? Mit einem Grün, eine Klappe, in die aufgeht, Gershaus. Eine Klappe, die zugeht. Mhm. Mal schauen. Wir sind zu Hilfe gekommen, als die netten Nachbarn von nebenan, die man nicht hier haben möchte, versucht haben, rüberzukommen. Oha. Ja, ist ja alles gut gegangen. Ja, ich habe nur so irgendwie, ich habe dann gesehen und Qualm und alles und Explosionen. Mhm. Und danach viele Menschen, oh je, so viel Polizei da unten. Ja, ja. Hat sich, glaube ich, alles ganz gut gelegt. Menschen denken, es waren Aliens. Teilweise.
Es hat ja niemand gesagt, dass der Sabbat keine Aliens wären. Das ist noch nicht bewiesen. Er rollt so ein bisschen mit den Augen. Hattie ist so ein bisschen, Hattie beginnt so ein bisschen zu grübeln, weil ihr ist im Moment diese Diskussion etwas. Wir schauen mal, ob sie schon mal einen Maikavianer getroffen hat. Was ist denn hier Memory, also Intelligence? Überfüll mal einfach Intelligence. Aber bei 90 Jahren vom kanidischen Alter her wirst du garantiert irgendwo mal einen getroffen haben. Ja, wobei die sind ja so unterschiedlich von der Art und Weise. Nur weil ich einen getroffen habe, ist es nicht, dass ich den anderen das ist richtig, komme. Ja. Weil wir haben ja auch schon in unserer letzten Spielerunde, die waren ja sehr unterschiedlich. Mhm. Ihr kriegt nicht viele Besucher, schätze ich, oder? Dass wir euch so überrascht haben. Hätten wir uns anmelden müssen, das hat uns keiner gesagt. Dies ist ein Elysium. Mhm. Also von daher muss man sich nicht anmelden, nein. Sehr gut. Eine kleine Frage, nur neugierig, für Hattie. Habt ihr Spinnen hier auch rumlaufen? Ja. Große? Definiere groß. Handteller und größer? Handteller und größer. Spinnen so groß, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Naja, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gen null, dass sie da sind, weil ich bin mir sicher, dass sie euch schon über den Weg gelaufen wären hier. Und sie klopft Hattie grinsend auf die Schulter. Verstecken. Aber es gibt ein anderes Ungeheuer hier. Es heißt Socke. Vor dem müsst ihr euch in Acht nehmen. Es lauert irgendwo zwischen den Bäumen. Socke. Und er guckt halt so rum. Erst nach unten, dann nach oben, wieder nach unten. Er ist sehr hinterhältig und auf einmal greift er an. Ja. Und was macht er dann? Nun, wenn du ihn siehst, dann lauf. Dazu bräuchten wir mehr Informationen, wie Socke aussieht. Groß, klein, dick, dünn. Oh, ihr werdet ihn erkennen, wenn ihr ihn seht. Ach ja? Ihr werdet ihn erkennen, ja. Ist er ein Kainit? Ich hoffe nicht. Aber er ist kleiner als ich? Sein Ego ist größer. Ich schaue so Bri an und sage, das halte ich für die ideale Beschreibung einer Hauskatze. Ja, Brianna ist auch am Schmunzeln, ist auch gerade bei Hund, Katze, Maus irgendwo gelandet. Frisst Socke denn Pflanzen? Ja. Eine Menge. Vielleicht. Der bringt ja mal Sachen durcheinander. Muss ich wieder neu machen dann. Ist doch ja nicht langweilig. Lass mich raten, es gibt hier keine Mäuse. Natürlich gibt es hier keine Mäuse. Aber wie wäre es, wenn ihr euch etwas nützlich macht? Ihr könntet etwas helfen. Moment. Er geht zur Seite und nimmt so eine große Zink-Gießkanne. So richtig so mit beiden Händen am Henkel und hält sie euch hin. Erst der einen, erst der anderen. Also es ist eine Gießkanne. Es ist eine Gießkanne, ja. Wir fassen gleichzeitig. Ja. Keine Bange, es ist kein Portkey. Das werden Bree als auch Hattie wahrscheinlich nicht verstehen. Das wirklich nicht. Das hat Bree definitiv nicht gelesen. Okay, das hat Hattie auch nicht gelesen. Ja. Der Wasserhahn ist da vorne. Bitte dieses B dort, er weist halt in so eine Richtung. Wie ein sanfter Sommerregen, bitte. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Einfach wie ein sanfter Sommerregen. Plätsche, platsche, einfach drauf. So, nicht der Wasserhahn ist da drüben. Und du könntest vielleicht, ja genau, komm mal bitte mit. Und er bringt dich zu so einem... Der dich. Wir haben beide immer die Gießkanne in der Hand. Okay, Hattie folgt ihm. Ja, also je nachdem, wer jetzt dann halt losgeht, um das Wasser zu holen. Ich gehe ihm hinterher. Würde die andere halt einsammeln. Er bringt dich zu so einem, das ist im Endeffekt so ein Ständer, wo so wie so eine Treppe Blumentöpfe drin sind, so nebeneinander. Ja, einfach so verstehe, kaskadenmäßig so aufgebaut, überall schön auch die Pflanzen drin. Wenn du das da bitte irgendwie mal... Und er drückt dir so ein kleines, so eine Packung in der Hand. Ja, wir hatten eben geklärt, du hast dich so mit Pflanzenpflege noch nicht beschäftigt. Aber ich kann lesen, wenn auf der was draufsteht, das kann ich. Nee, das ist einfach nur so eine Kunststoffpackung. Wahrscheinlich irgendwie waren das mehrere mal irgendwie... So weich oder so wie Es sind kleine, so grün mit so weißen Punkten versehene Stäbchen.
Etwa 5 cm lang, etwa 3 cm. Also ich 3 weiß, Millimeter. Was es ist, weil ich damit aufgewachsen bin, aber Hattie definitiv nicht. Genau. Weil zu unserer Zeit gab es das auch nicht. Nee. Du wärst auch, also hättest das schon gegeben, als du Hauslehre gelernt hast. Nee. Ja, aber zu der Zeit gab es das nicht. Ich halte es so in der Hand und dann sage ich, was ist das? Stäbchen. Ja, aber wofür? Was mache ich damit? Die Pflanzen füttern. Ich schaue die Pflanzen an. Was sind das? Sehen die aus wie Venusfliegenfallen oder so? Nein. Das sind verschiedene. Also, wie soll das gehen? Teilweise mit Blüten dran. Soll Blätter, ich das an die Blüte halten und die isst das dann oder was? Du kennst dich nicht mit Pflanzen aus. Hast du keine Pflanzen zu Hause? Nein. Also wir haben Hydrokultur unten im Showroom, aber da kümmere ich mich nicht drum. Hydrokultur, oh je. Ja, Renta plant, kann ich empfehlen. Also vielleicht jetzt nicht für dich, aber für Leute wie mich, ideal. Er guckt dich so skeptisch an, zieht seine Augenbraue hoch. Die Augen fangen so ein bisschen an zu flimmern. Das macht man folgendermaßen. Er nimmt dir diese Packung wieder aus der Hand und er nimmt dann ein Düngestäbchen heraus. Mhm. Steckt und es rein. Er achtet darauf, dass du auch wirklich in Zeitlupe geht er damit zu so einem Blumentopf, tut das hin, tippt das so auf die Erde und so, drückt das mit dem Finger so rein. Bitte nicht jeden Topf ein, nur einen. Bis einen kannst du noch zählen, oder? Ja. Gut, danke schön. Ich habe eine Nase. Ja. Eins. Sehr gut. Weitermachen. Vielen Dank. Ich meine, ich stecke dann da eins. Aber ich mache das dann wirklich so, wenn ich beobachte ihn, ob er mich beobachtet, dann sollte er hergucken, dann mache ich das so in Zeitlupe mit spitzen Fingern, drücke es so ein bisschen rein und dann fahre ich meinen Zeigefinger aus und drücke es langsam in die Erde und dann fahre ich mir über die Nasenspitze und sage eins. Du hast da jetzt so einen Streifen her auf der Nase. Was mir nicht auffällt. Und dann mache ich weiter. Sehr gut. Karlchen beobachtet dich aber nicht, der holt irgendwie geht nach hinten und holt so einen mit so einem kleinen quietschenden Rad, so einen Arbeitswagen. Ja, wo halt auch so unten sind Blumentöpfe drin und an der Seite ist irgendwie so ein Bottich mit Blumenerde. Und oben drauf halt so eine Arbeitsfläche und quietsch, geht er da irgendwo hin. Wobei, ich würde tatsächlich mal auf Awareness würfeln. Weil ich möchte nämlich Socke identifizieren. Das heißt also, ich würde, während ich so arbeite, immer wieder gucken, ob ich irgendwo, also entweder so ein Büschel sehe, das sich bewegt, also dass da irgendwas durchhuscht oder so, oder dass ich irgendwas höre. Also das mache ich aber nebenbei, Perception Awareness. Oder ist es Alertness? Nee, Alertness, ja. Awareness ist ja Magiekunde. Obwohl, ist es vielleicht eine magische Karte? Brianna wird tatsächlich gießen, wahrscheinlich zu viel, aber da muss er jetzt durch, wenn er nichts sagt. Sie wird nicht drauf achten, weil ehrlich, sie ist der Meinung, dass Socke tendenziell etwas in seinem Kopf ist und nicht etwas, was hier draußen rumläuft. Er kontrolliert euch jetzt nicht wirklich. Also, man weiß nicht so genau, ne? Weil er halt mit den Augen irgendwie in verschiedene Richtungen gleichzeitig gucken kann. So dieses Hattie, ja, mit 3 Erfolgen. Du meinst tatsächlich irgendwo das ein oder andere Mal irgendwo eine Bewegung zu sehen, dass mal so ein Blatt sich bewegt. Den Wind gibt es hier in diesem Glashaus natürlich nicht. Aber wirklich ausmachen kannst du hier so erstmal nichts. Brianna gießt und pfeift ein fröhliches Liedchen vor sich hin. Oder pfeift Karlchen mit. Zwar falsch, aber er pfeift mit. Das wird Bree über sich ergeben, dass es schief ist, weil ehrlich, ich glaube auch nicht, dass sie die fantastische Musikerin ist. Also es wird dann 2 halbwegs gerade schiefe gepfeife Sachen geben. Arme Hattie, das muss eine Qual für ihre Ohren sein. Ich wollte es gerade sagen. Wie reagiert Hattie da drauf? Roll Sanity. Genau. Du verlierst 10 Punkte. Wollen wir einen solchen Wert einführen? Das können wir gerne tun. Ich denke mir irgendwie, dass viele Systeme sowas eigentlich brauchen, weil bei manchen denkst du immer, okay, irgendwas muss jetzt hier passieren. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass Hattie nicht unbedingt eine der musikalischsten Personen ist.
Also Musik hören, ja, und das ist vielleicht falsch, klingt auch, aber das stört sie nicht, weil sie selber weder singen noch pfeifen kann. Mhm. Also sie ist jetzt, das ist nicht bildende Kunst, da ist sie nicht gut drin. Sie hört gerne Musik, klar, aber das stört sie nicht. Alternativ hättest du einen großen Vorrat an Düngestäbchen direkt zur Verfügung und wenn du die so ein bisschen zusammenknuddelst, könntest du die Ohren stopfen. Ich dachte, wenn ich kann mit denen werfen. So. Das auch geht auch, ja. Das geht auch, ja. Ein Kopfwerfen funktioniert auch. Nee, aber ich glaube, dass wenn ich, vielleicht denke ich mir, ich habe das Lied erkannt und dann denke ich, die singen Dancing Queen und dann singe ich aber total falsch und singe dann Money, 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 must be funny. Ja, was? Und Socke fällt tot um. So plopp. Oh. Ja, und wenn ihr dann fertig seid damit, dann so, gut, alles klar, vielen Dank. Die Gießkanne kann da vorne wieder hin und ja, die Stäbchen sammelt auch wieder ein. Ja, also ich meine, ich hab die ja nicht alle rausgenommen, sondern immer nur eins und reingesteckt. Ja, genau. Also er kriegt dann von mir quasi den Rest in der Tüte zurück. Ja, ja. Ja. Er lässt die wieder in einer der, ich weiß nicht, den Dingern sind ja Taschen dran und Latzhose oben und hin und her. Da sind ja Möglichkeiten, irgendwas zu verstauen. Brie hätte übrigens geschielt, was Hattie da macht und hätte versucht, die Erklärung auch mit aufzuschnappen. Das heißt, die arme Catherine wird jetzt unter Leiden, dass Brie erstmal mit ihr zu Home Depot fährt und sagt, nimm. Du eigentlich auch? Wir brauchen Düngestäbchen. Ich habe hier im Büro noch keine entdeckt und dann könnte ich gleich ein paar mit nach oben nehmen. 4 oder 5 sind doch besser als 1, oder? Die arme Pflanze. Okay. Irgendwann wachst du dann nachts auf und dann steht da so etwas in der Tür und sagt, feed Audrey? Me. Genau, feed me. See more. Oder die Pflanze oben fällt ab, weil unten alles verätzt ist. Die Wurzeln sind schon aufgelöst. Das ist die Alternative. Aber das hier ist eine Kainitenpflanze. Die würde eher den anderen Weg gehen. Evil, evil. Nein, Brie wird natürlich nur ein, weil sie hat ja gelernt, eine reicht von einem Gartenprofi. Aber das wird sie sich tatsächlich so ins Hinterstübchen schreiben mit. Gerüchte halber, gibt es gewisse Tremere, die sich gerne mit Pflanzen beschäftigen und eventuell auch so eine Art Ghoul-Pflanze entwickelt haben, die tatsächlich Blut kriegt beim Gießen? Also ja, also Blut. Es ist, die Tremere machen ja alles möglich. Ich musste heute wieder an James denken. Ja, der gehört auch dazu. Mhm. Und wenn das eine Blutlinie ist, warum sollte Audrey nicht dann die andere Blutlinie sein? Und dann haben wir auch noch die Triffids. Das sind auch ganz interessante Pflanzen, die Menschen umbringen. Also insofern haben wir genug. Wobei Audrey ja nun. Die Triffids auch, aber wir haben ja gerade gesehen, der Sabbat sind ja vielleicht auch Außerirdische. Das stimmt. Vielleicht sind unsere Ursprünge, ja, weißt du? Mhm. Kaiditengeschichten, wer weiß, wo wirklich herkommen. Ich glaube, der Sohn des Malka färbt schon ab. Eindeutig. Eindeutig so. Ja, genau. So. Ja, sehr schön, sehr schön. Das tut den Pflanzen bestimmt gut. Ihr könnt öfters wiederkommen, wenn ihr noch weiteres über Pflanzen haben wissen wollt. Ja, also ich finde es hier recht schön. Kann man einfach auch nur so kommen und abhängen? Es ist ein Elysium, das ist genau dafür da. Ja, aber du hängst ja nie ab, du arbeitest ja immer. Nicht immer. Ach, du hast auch mal frei. Ja, wenn man einmal... Die Pflanzen brauchen immer irgendwo Pflege und Zuneigung. Hm. Man kann ihnen auch Geschichten vorlesen. Das glaube ich gern. Sie sind garantiert gute Zuhörer. Mhm. Manchmal kann man auch Musik spielen. Was mögen Sie denn so besonders? Eher Klassik oder Jazz oder Madonna? Aber. Jeder mag aber. Karlchen, du hast absolut recht. Und aber hat ein Lied für alles. Ja, genau. Ich überlege jetzt gerade, ob es irgendein Lied von aber mit Blumen gibt. Bestimmt. Ja, das ist wahr. Meine andere Frage. Bitte? Ich muss jetzt direkt fragen. Kennst du eine... War hier mal eine Frau zu Besuch mit 2 unterschiedlichen Augen, die so ist wie wir? Also die Augenfarbe ist unterschiedlich. Nein, niemand ist wie ihr. Jeder ist einzeln.
Okay, falsch außer formuliert. Mir. War hier mal ein... Du bist viele. War hier mal eine Frau zu Besuch, eine Kainitin, wohlgemerkt, also nicht ein Mensch, die zwei verschiedenfarbige Augen hatte. Kennen wir schon den Namen? Oder weiß ja, aber da möchte ich jetzt erstmal... Okay. Ja. Ich bin nur gerade für mich überlegen, ob ich den Namen wir wissen. War schon, das hatte ja der... Ja, das sind meine In- und Out-of-Game-Diskussionen, die mischen ein bisschen... Ja, nee, also wir wissen den Namen, aber den sage ich jetzt absichtlich nicht, sondern ich möchte es erstmal nur beschrieben haben. Ja, seine Augen wie bei so einem Automaten gehen dazu hin und her. Tatsächlich ergänzen, sie kann, wie es aussieht, in die Zukunft schauen. Nee, so jemand wäre mir hier nicht untergekommen. Nicht, dass er sich hier hochbemüht hätte. Und sagt dir der Name Cassandra irgendetwas? Er bleibt wieder kurz stehen und die Augen gehen so links, rechts. Ein Augenblick bitte, ich guck mal kurz nach. Und dann dreht er sich so ein bisschen zur Seite und macht so greifende Bewegungen in der Luft. Das ist wie so Schattenboxen. Entschuldigung, ich muss mal in meinen Gedankenschubladen nachgucken. Vielleicht habe ich ja irgendwo etwas versteckt. Und dann... Wartet mal, gleich habe ich's. Muss mal gucken, hier vielleicht. Nein, da auch nicht. Wo hatte ich es denn gehabt? Ach ja, hier ist es. Und als ob er so eine... Nee, er macht halt die Geste, ob er eine Akte aus so einem Hängeschrank nimmt. Cassandra, ja hier. Und geschmückt mit Lorbeerreisern, festlich wallet Schar auf Schar nach der Götter heiligen Häusern zu des Thymbrias Altar. Dumpfer brausend durch die Gassen, wälzt sich die bachansche Lust, und in ihrem Schmerz verlassen war nur eine traurige Brust. Freudlos in der Freude Fülle, ungesellig und allein, wandelte Cassandra stille in Apollos Lorbeerhain. In des Waldes tiefste Gründe flüchtete die Seherin, und sie warf die Priesterbinde zu der Erde zürnend hin. Alles ist der Freude offen, alle Herzen sind beglückt, und die alten Eltern hoffen, und die Schwester steht geschmückt. Ich allein muss einsam trauern, denn mich flieht der süße Wahn, und geflügelt diesen Mauern seh ich das Verderben nahen. Eine Fackel seh ich glühen, aber nicht in Hymens Hand, nach den Wolken seh ich's ziehen, aber nicht wie Opferbrand. Feste seh ich froh bereiten, doch im ahnungsvollen Geist hör ich schon des Sabbats Schreiten, der sie jammervoll zerreißt. Dein Orakel zu verkünden, warum warfest du mich hin in die Stadt der ewig Blinden mit dem aufgeschlossenen Sinn? Warum gabst du mir zu sehen, was ich doch nicht wenden kann? Das Verhängte muß geschehen, das Gefürchtete muß nahen. Frommt's den Schleier aufzuheben, wo das nahe Schrecknis droht. Nur der Irrtum ist das Leben und das Wissen ist der Tod. Nimm und nimm die traurige Klarheit mir vom Aug dem blut'gen Schein. Schrecklich ist es deiner Wahrheit, unsterbliches Gefäß zu sein. Und den Mordstahl seh ich blinken und das Mörderauge glühen. Nicht zur Rechten, nicht zur Linken kann ich vor dem Schrecknis fliehen. Nicht die Blicke darf ich wenden, wissend schauend unverwandt. Muss ich mein Geschick vollenden, fallend in dem fremden Land. Ich weiß nicht, ja, ob das genau war. Die. Das war nicht ganz vollständig, glaube ich. Das ist natürlich auch nicht von mir. Das ist von einem, ich glaube, er war Klempner. Immer wenn ein Rohr kaputt war, hat er das wieder geflickt. Er war ein Dichter. Ja, ich glaub, genau. Ich glaube, Friedrich Schindler. Nein, das klingt Friedrich komisch. Friedrich Schiller. Friedrich Schiller. Ich habe es nicht so mit Namen, aber Friedrich Schiller, das kann sein. Eine Ballade. Okay, also, da muss ich jetzt tatsächlich mal würfeln. Brianna hat wahrscheinlich die Hälfte von dem, was sie gehört hat, nicht wirklich registriert. Das ist so wie Wasser über sie hinweggeplätschert. Das klang ganz nett, aber so. Hattie hat sich den Namen Friedrich Schiller. Friedrich Schiller kennt sie, sie kennt aber natürlich die Ballade nicht und Hattie spricht auch kein Deutsch. Also ich nehme an, ihr wird es auf Englisch vorgetragen haben, oder? Ja, also im Endeffekt. Denn ich weiß nicht, ob es da direkt Übersetzung für gibt ins Englische. Denn es ist eine Sache, die da vorkommt. Dass es eine englische Übersetzung ja, und gibt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Hattie würde das recherchieren, ob in dem Text tatsächlich vorkommt Sabbat. Weil Sabbat würde
weder zur Kultur passen. Damals gab es es nicht. Sabbat ist jüdisch, das haben die alten Griechen nicht gekannt. Aber es würde natürlich auf diesen Kontext passen. Das heißt, Hetty hat das jetzt abgespeichert. Friedrich Schiller, Ballade, googeln. Google gab's und das kann sie auch alleine. Da braucht sie kein Dings dazu. Friedrich Schiller, Ballade, Cassandra. Und da findet sie auf jeden Fall irgendwas und wird den Text lesen. Das wird sie sich merken. Aber sie wird sagen, genau diese. Das ist aber schon lange her, dass der das geschrieben hat. Ja, und sie ist 3000 Jahre alt, aber das heißt ja nichts. Es gibt ja Kainiten, die sind noch viel älter. Oha. Aber da wüsste ich nicht, dass jemand hier bei mir in meinem Garten war. Hm. Bin ich gleich drauf vorbereitet, auf so hohen Besuch. Hat sie gerade was verpasst? Da hat sie wirklich was verpasst. Ich meine, mich hat sie besucht, aber... Ach du meine Güte, hast du deine Pflanzen ordentlich gepflegt? Sie hat doch keine. Ich habe keine. Aber du mietest sie ja, wenn du Rent a Plant engagierst. Sie war nicht in der Nähe meiner Pflanzen, sie war mehr in meinem Arbeitszimmer und das ist echt gut gepflegt. Na, dann ist ja gut. Mhm. Was hat sie da gemacht in deinem Arbeitszimmer? Möchtest du es wirklich wissen? Wenn du es mir erzählen willst. Es ist kein Geheimnis, das wissen noch andere Leute. Sie hat mich davor gewarnt, vor dem Badawum am Hafen. Ach, herrje. Mhm. Dann kannst du ja doch in die Zukunft schauen. Ja, richtig. Und sie hat mir gesagt, dass sie in Gefahr ist. Und sie hatte recht. Und sie hatte recht. Und daraufhin bin ich los und habe sie gesucht und dann auch gefunden. Oha, dann ist das Gedicht ja wirklich wahr. Mhm. Die Ballade, deswegen. Entschuldigung. Deswegen, und wir suchen sie. Denn erstens mal möchte ich mich bei ihr bedanken und zweitens war ich verwundert, dass sie ausgerechnet bei mir auftaucht. Ich kenne sie nämlich nicht. Also, ich habe von Cassandra gehört. Wer hat das nicht? Aber... Wer ahnte schon, dass sie zu uns gehören? Eben. Und deswegen frage ich jetzt jeden Kainiten, den ich treffe, ob er sie vielleicht gesehen hat. Mach dir keine Gedanken, wenn nicht. Bisher hat noch kein anderer gesagt, dass er sie gesehen hat. Und sie hat ja nun hilfreich zur Seite gestanden. Das ist ja jetzt nichts, wovor man Sorge haben muss. Wenn Nein. sie nicht gefunden werden möchte und wenn sie gar nicht so. Vielleicht ist sie ja wie Socke und versteckt sich. Mhm. Eben. Apropos Socke. Und wieder gehen die Augen so. Brie wird tatsächlich jetzt dreht sich auch mal um die Achse. Brie wird auch mal schielen, jetzt ganz ja. neugierig. Wenn du würfeln möchtest, bitte. Ja, mal gucken. Irgendwann, irgendwo kriege ich den noch. Der Arme. Also dafür, dass Brie so halbherzig guckt, hat sie mit 4 Erfolgen gut was gesehen. Ja, es ist Katzenaffinität. Ja, auch bei dir ist es so, dass du meinst, da hinten, dass sich dort etwas bewegt hat. Mhm. Also im Endeffekt irgendwo so eine Art Buschwerk, wo halt so ein, als ob sich darin tatsächlich jetzt irgendwo ein Tier bewegen würde. Also ein Humanoider würde da zum Beispiel nicht reinpassen, weil halt das zu dicht gewachsen ist. Aber irgendwie eine Art von Tier, ob nun Katze oder irgendetwas anderes, ist durchaus möglich, ja. Okay. Wie ich eben schon sagte, Wind gibt es hier nicht, also die Bewegungen müssen von irgendwas stammen. Das da. Oder es ist ein getarnter Nosferatu, das Old Pete vielleicht mit herkommen wollte oder so. Das ist natürlich auch eine Option, aber irgendwie wäre das mir nicht eingefallen. Harriet hätte nicht daran gedacht, dass vielleicht hier ein getarnter Nosferatu in der Gegend rumspukt. Weil Old Pete ist nicht so creepy. Also der ist noch nie vor dem plötzlich aufgetaucht. Also das hat er nicht gemacht. Nicht so wie andere Leute, die dann plötzlich auf dem Mülleimer saßen. Und dann würde ich einfach mich noch mal ein bisschen umgucken. Was mich interessiert hätte, das hätte ich vorher schon gefragt, haben die Pflanzen Namen? Also es sind da so kleine Kärtchen, wo da drauf steht, ich bin sowieso nicht. Okay. Mhm. Und meine andere Frage, machst du das hier alleine oder sind auch noch andere Leute, die an diesem Arboretum mitstricken? Nein, das mache ich ganz alleine. Oh. Ich habe ja Zeit. Mhm, das ist wahr. Und tagsüber ist es dann für Menschen offen, oder wie? Ich weiß nicht, ob manchmal Ghule hierher kommen von den Leuten, dass die hier vielleicht irgendwo ein Buch lesen, setzen sich dann dahin und oder reden etwas oder spielen eine Runde Mensch ärgere dich nicht. Mhm, aber das, was ich meine, ist, das ist eigentlich kein öffentlicher Ort, den du einfach pflegst. Es ist hier kein öffentlicher Garten, sondern das ist...
Ah, okay. Kommen wir mal wieder anfragen, weil man das von oben natürlich sehen kann. Sein Glashaus. Er guckt so halt wieder, ne, um so noch mal zur Bestätigung nach oben, ja. Also. Aber Moment, dann würde man ja eigentlich den Himmel sehen, die Sterne und so. Ja. Wobei, wir haben jetzt November, also du würdest eher Wolken bewölkten sehen. Himmel sehen, was auch immer wir jetzt für eine Mondphase haben, entsprechend. Wobei natürlich dieses Licht, was New York verursacht, dass das natürlich irgendwie so ein bisschen auch. Obwohl, ja. Ja. Kennt ihr diese Sky Pointer? Nee. Nein. Okay. Ich kann mir gerade auch nichts drunter vorstellen. Wo war denn das damals? Irgendwie eine Diskothek, die so richtig starke Scheinwerfer hatte, die dann immer hin und her geleuchtet haben. Und selbst von weitem hast du diese Lichtstrahlen gesehen, die halt auch von unten irgendwie wie so quasi das Bat-Signal nur ohne Bat-Zeichen drin. Nur ohne Bat. Ja? Also, ja. Wobei, man hätte das da. Nein. Man konnte es halt wirklich von weitem schon sehen. Und je dunstiger es war, desto besser waren die natürlich zu erkennen. Skypointer. Also ich denke, da würde man wahrscheinlich einiges sehen, weil ja in New York, in Manhattan schon auch sehr viele Hochhäuser sind, glaube ich zumindest jetzt, oder? Da ist schon so in dem inneren Bereich und die meisten, ja. Also, und die meisten haben doch oben auch ab einer gewissen Höhe, müssen die doch auch so Licht haben wegen der Flugzeuge und so. Also ich denke, man würde wahrscheinlich ziemlich viel leuchten sehen, wenn auch nicht die Sterne. Auch so das würde, hätte sich tatsächlich auch ein bisschen angucken wollen, weil das ist natürlich schön. Das ist Beauty in the thing. Also da würde sie tatsächlich auch gerne ein bisschen rumgucken. Vielleicht sich auch, wenn da an der Bänke sind, würde sie sich auch mal hinsetzen und hingucken. Ja, das ist durchaus möglich, ja. Und das macht sie dann, setzt sich hin, guckt ein bisschen so in den Himmel und sinniert so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Ja. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich euch da helfen kann. Deswegen waren wir eigentlich auch nicht hier. Wir waren erstens mal hier, weil es hieß, hier ist ein Elysium und hier bist du. Wir wollten dich einfach mal kennenlernen. Aber das wird schon, das wird schon. Ich sag immer, lieber mehr Nudeln machen als Sorgen. Nicht? Das ist so eine Weisheit. Mhm. Ja. Bree wird übrigens mal so ganz unterschwellig, nicht so unterschwellig, also man wird es schon hören, aus ihrem lieben Animalism-Portfolio mal so einen Katzengurren anlockend rausschicken. Ich habe nur nachgeguckt, was ich würfeln muss. Es hieß Charisma und Überleben. 3, 6. Ein Erfolg. Und sie wird tatsächlich explizit Katze Socke fragen, weil ich muss das Tier, glaube ich, schon spezifieren, aber Katze in der Umgebung und mit Nachsatzsocke, wobei die Katze tendenziell nicht weiß, dass sie Socke heißt. Oh. Die heißt natürlich eigentlich total anders und heißt voll unter dem Namen. Das ist Konfuzius, um zu gucken, der 23. Ob was passiert. Weil Breeze ist einfach nur neugierig, ob es wirklich eine Katze ist. Ja. Nein, es passiert nichts. Du hältst keine Antwort. Raschelt auch nicht. Ja. Keine Katze. Keine Katze. Müsste sie antworten? Ist das so compulsory oder nur, wenn sie möchte? Ah, okay. Schade. Diese werden dann tatsächlich so angelockt, wenn so ich Lockruf, die Würfel schaffe. Aber nein, es reagiert. Wahrscheinlich die Socke was total anderes. Irgendwie so seine Lieblings- Das ist die handtellergroße Spinne. Oder so. Nein, Spinne habe ich nicht gesehen. Wir haben nur Socke, aber der ist auch, ne. Ja. Der ist keine Spinne, der hat nur 7 Beine. Das eine ist ihm abgefallen. Spinne ist man nur mit 8 Beinen. Ja, das ist wahr, ja. Ja gut, und dann, es ist ein Skorpion, da sind die vorderen 2 Extremitäten zu scheren. Ja, genau. Ja. Ich würde dann auch irgendwann mal gucken, ob jetzt Brianna so weit ist, dass wir wieder gehen können, weil irgendwann würdest du dann auch mal wieder gehen wollen. Du hättest garantiert gehört, dass Brianna so ein bisschen Katzengeräusche rausgelassen hat. Ich würde dann so ein bisschen die Augenbraue hochziehen und dich angucken. Brianna würde nur den Kopf schütteln. Keine von uns. Keiner von uns, keiner von euch, einer von uns. Ich habe nur so geschaut, irgendwo? Ob Socke... Was Socke sein könnte.
Ich bin immer noch neugierig, Socke kennenzulernen. Sag seinen Namen nicht dreimal hintereinander, sonst erscheint er sofort. Das würde Hattie jetzt machen. Socke, Socke, Socke. Das klappt nicht immer übrigens. Ja, dann. Das ist wie mit dem Candyman. Da klappt es auch nur, wenn man Virginia Madsen ist. Ist denn nicht Beetlejuice, den man nicht dreimal nennen darf? Dann muss man Winona Ryder sein, damit es funktioniert. Ja. Ach so, gut. Dann bin ich aus der Sache raus. Ja, wie das gut. Ist in beiden Fällen. Aber ja, vielen lieben Dank, dass wir kurz hier sein konnten. Wir kommen garantiert nochmal wieder vorbei. Ja, gerne, gerne. Gott sei Dank, meine Tür steht immer offen, aber das passt so nicht ganz. Sie geht immer von alleine auf und zu. Also so. Ja. Automatischen Türen. Aber es ist schön zu wissen, dass man hier willkommen ist. Und ich freue mich, dich kennengelernt zu haben. Ich halte ihm so meine Hand hin. Ja, er schüttelt die Hand. Jetzt ist auch deine Hand voller Erde. Es könnte sein, dass er dich so, also mal so, dass er sich mal so abwischt oder so, aber trotzdem hat er immer ein bisschen schmuddelige Hände anscheinend. Das würde ich komplett ignorieren und würde auch meine Hand nicht schütteln. Also so. Dann, ja, okay. Sondern ich lege einfach die Hand wieder an der Seite ab. Aber Brianna, dir fällt auf, dass sie so ein bisschen Erde auf der Nase ja, hat. Ja, ich warte, bis wir im Fahrstuhl sind. Aber Brianna würde ihm auch die Hand schütteln, aber sie wird die Hand tatsächlich an ihrer Hose wieder hinterher. Wobei, Hattie hat ja das meiste an Hand. Ich kriege wahrscheinlich nur einen kleinen Teil ab. Ja, und dann... Eine Weisheit habe ich für euch noch, bevor ihr dann geht. Wenn du willst, die Welt verstehen, musst du durch die Hölle gehen, alte McKevian-Weisheit. Ich finde das sehr gefährlich irgendwo, deswegen ist vielleicht das Verständnis... Aber gut, merken, vielleicht könnt ihr das doch mal irgendwann gebrauchen. Es trifft es tendenziell sehr auf den Kopf, muss ich sagen. Ja, das werde ich mir tatsächlich merken. Na, dann noch eine gute Abfahrt. Ja, danke, und noch einen schönen Abend dir und eine gute Nacht. Danke, ebenso. Wir sehen uns bald wieder. Und er winkt noch so. Ich wink dann auch noch so, aus wie es in die Türen zu gehen. Ja, es waren ja erstmal diese Glastüren, dieser Eingangsbereich und dann erst der Fahrstuhl. Und der Fahrstuhl ist auch noch da, den hat jetzt kein anderer gerufen. Ich wollte sagen, den Fahrstuhl, drücken wir den Knopf und wenn wir in den Fahrstuhl einsteigen, dann, ja. Falls wir die Chance haben, würde Bree der Hattie mitgeben. Nase putzen! Was? Ich reib so. Guck in dein Spiegelbild. Oh, ich schaue in den Spiegel. Da ist ja also du hast eine spiegelnde Glasscheibe. Ja, das sollte reichen. Ich nehme ein Taschentuch, mach sauber. Kurz bevor sich die Türen des Fahrstuhls schließen, hört ihr noch ein Socke, ich wusste doch, dass du irgendwo bist. Jetzt habe ich dich erwischt, du mal verbleibendes Ungeheuer. Und wenn ihr euch umdreht oder vielleicht auch so in der Spiegelung, seht ihr etwas Weißes tatsächlich von oben herunterschießen, ein paar Flügelschläge und es landet ein etwa 35 cm großer Vogel auf Karlchens ausgestreckter Hand und weiß-graue Füße, grauer Schnabel. Und er richtet sich dann so auf und stellt diesen Kakadu-Kamm auf. Und während Karlchen noch mit ihm schimpft, pickt er ihm so ein bisschen in die Nase und freut sich richtig irgendwo, dass er da ausgeschimpft wird. Jedenfalls sieht es so aus, er hoppelt halt so, wie die Kakadus das machen, ne? Wenn die so auf und ab wippen mit den Flügeln so ein bisschen. Socke ist ein Ungeheuer, ja. Also je nachdem, wie man es sieht. Ach, es ist, aber immerhin, Socke existiert, da freue ich mich schon, weil dann hat er jemanden. Ja, der existiert. Das ist, ist so, Papageienartige leben ja auch tendenziell relativ lang. Also da hat er so 30, 40 Jahre in den Kompagnon. Da freut sich Hattie jetzt. Ja. Also Karlchen hat im wortwörtlichen Sinne einen Vogel. Ja. Beste Auswahl. Ja, und ich denke gerade drüber nach, Harley Quinn wäre wahrscheinlich auch eine Malkavian. Ja, definitiv. Oh ja. Definitiv. Definitiv, ja. Und da denkt jetzt Hattie natürlich so ein bisschen drüber nach, Clanwechsel, blonde Perücke, Vorschlaghammer. Naja, nein. Fangen wir schon wieder damit an, dass du lieber Malkavian sein willst. Nein, nee. Ich glaube, die würde nie was anderes als Toreador sein wollen. Dafür ist sie viel zu eitel. Als McKevin darf nicht eitel sein. Und dann sage ich so zu dir, dieses Gedicht. Dir ist schon aufgefallen, was er gesagt hat, nicht wahr? Pierre guckt dich mit großen Augen an. Irgendwas über Cassandra? Also bitte, ich meine, jetzt tu doch nicht so, als würdest du dich nicht für Kunst interessieren. Ja, für Kunst zum Angucken.
Es ist ein Gedicht von Friedrich Schiller. Aber Schiller hat über eine Griechin geschrieben. Altes Griechenland kannte nicht den Begriff Sabbat. Der Begriff Sabbat fiel. Er hat tatsächlich etwas gesagt und Kassandra, unsere Kassandra, in direkter Beziehung mit dem Sabbat gestellt. Nicht, dass ich... Nein, verstehe mich nicht falsch. Sie hat nichts... Sie ist nicht der Sabbat. Sie ist nicht im Sabbat. Aber irgendetwas verbindet sie mit dem Sabbat. Sie ist eine Ausruferin gegen den Sabbat. Naja, er hat von ihr gesprochen. Das war die Richtige. Garantiert. Das heißt, sie ist wirklich... Ja. Sie existiert. Es zu glauben, dass die aus dem damaligen... Die ist die heute... Die fröhliche... Wobei, sie hat gegen den Sabbat gesprochen und geholfen, ja. Weil ohne eure Hilfe wäre das beileibe anders ausgegangen. Also der Punkt ist ja nicht der. Ich bin ziemlich sicher, wenn wir das Gedicht von Schiller, die Ballade, recherchieren, wird das Wort Sabbat darin nicht vorkommen. Das heißt, dieses Gedicht hat er entweder selber genommen und modifiziert oder jemand hat es ihm beigebracht. So einfach. Das heißt also nicht, dass Kassandra zu Zeiten von Schiller schon gelebt hat. Sie kann auch in einer Nachfolge von Kassandren stehen, die einfach seit Jahrtausenden möglicherweise alle Töchter des Malkav sind und alle mit demselben Wahn ausgestattet. Möglich. Und es kann sein, dass das so eine Art mündlicher Überlieferung ist, die bei den Kindern des Malkav vorhanden ist. So wie der Wendigo bei den Indigenen. Das könnte sein. Das würde sehr viel Sinn ergeben. Das würde sehr, sehr viel Sinn ergeben. Naja, aber sagen wir, alles, was wir bis jetzt rauskriegen, scheint sie eigentlich nichts Negatives zu sein. Nein. Bis auf das, dass sie... mein Tanzbereich, deinen Tanzbereich nicht auseinanderhalten kann. Auch das schwamm drüber. Ich meine, es zum Glück. Ich meine, überleg mal, sie hätte den normalen Weg gegangen und hätte sich bei mir erst noch per E-Mail angemeldet und gesagt, kann ich mal vorbeikommen, ich hätte gerne einen Termin. Ja, da wäre ja nichts draus geworden. Eben, das wäre dann alles zu spät gewesen. Also das kann ich ihr verzeihen, schwamm drüber. Aber gut, dann wissen wir jetzt etwas mehr. Wollt ihr denn dieses Gedicht noch recherchieren? Ja, natürlich. Klar. Also sobald ich daheim bin und einen Computer habe, google ich mir das. Denn dazu brauche ich, also da reichen meine Computerkenntnisse. Danke. Brianna wird da nichts googeln, weil sie so begrenzt glaubt, dass da wirklich was dran ist. Und dass das mit dem Sabbat vielleicht einfach nur, keine Ahnung, da stand Hölle oder irgendwas oder böse und er hat Sabbat rausgemacht. Er hat... Was denn das Wort? Das ist ein Vogel, dementsprechend. Also Bree wird das Hattie jetzt nicht groß mitgeben. Sie wird ihr auch nicht ausreden, dass das eine doofe Idee ist. Aber sie selber wird da jetzt nicht viel Elan reinstecken. Außer Hattie schleppt sie mit, dann ist sie Zuleserin. Also ich glaube, ich würde dich jetzt tatsächlich nicht mitschleppen, um mit mir gemeinsam in den Computer zu gucken. Ich würde dir einfach irgendwann das Original präsentieren, wo der Begriff Sabbat nicht drin steht, und dann die Version mit ihm, wo der Begriff Sabbat steht. Dann würde ich auch noch gucken, welchen Begriff er ersetzt hat. Möglicherweise Troja müsste ich gucken, also das würde ich mir nochmal durchlesen. Aber ich meine, als Toreador ist sie kunstaffin und viele Künstler sind extrem abergläubisch. Vielleicht jetzt nicht so sehr bildende Künstler, aber Theaterleute ja total und so. Hattie ist zutiefst abergläubisch. Absolut. Das heißt also, ja, Bree nicht. Ich glaube, Bree ist viel zu sehr fokussiert auf das Hier und Jetzt, auf die, also das heißt also... Das, was ich pragmatisch anfassen ja, und tun genau. kann. Und sie hat zwar von Schiller gehört, sie kann ihn schon Bestimmt. Einordnen, ja. weil Bücher teuer, wertvoll, Gedichte, was auch immer, ja. aber Inhalt, das sind Texte. Das ist, glaube ich, für sie tatsächlich. Also sie liest zwar gerne, aber ich glaube, das ist weit weg von dem, was sie ansatzweise interessiert. Sie ist die Krimi-Romane und Geistergeschichten und solche Sachen, das liest sie garantiert. Also Dracula hat sie garantiert sehr oft in ihrem Leben schon gelesen. Oder Frankenstein. Und ich glaube, für Hattie ist es dann tatsächlich so irgend sowas, das Transzend. Ich meine, Hattie hat ja auch, also sie ist jetzt keine Verschwörungstheoretikerin, aber Hattie glaubt an das Metaphysische. Klar, ich meine, hallo, wir existieren.
Und deswegen, glaube ich, ist die da schon auch der Ansicht, dass es vielleicht tatsächlich so eine Art Geheimbund von guten Kainiten gibt, die quasi über die Jahrtausende über andere wachen und versuchen zu helfen, ohne sich jetzt wirklich, also dass es neben der Kamarilla noch irgendwas anderes gibt, was vielleicht eher transzendent ist und nicht so diesseitig, weil die Kamarilla ist ja total diesseitig und da geht es ja um Macht, um Einfluss und so. Oh ja. Und ich glaube, Hattie würde es gefallen, wenn es da quasi noch sowas fast schon semi-göttliches gibt. Irgendwie. Das ist, glaube ich, so ihr Ding. Also, ja, da würde sie dann tatsächlich so ein bisschen glücklicher als, sie ist ja eh kein unglücklicher Mensch, aber glücklicher ins Bett gehen und schlafen und sich denken, ach, guck mal an. Das ist so weit weg von dem, wie Bree das wahrnimmt. Ja gut, aber ich meine, wir müssen halt das daraus machen, was unsere Charaktere daraus machen. Und für Hattie ist das genau das Ding, ja. Ich finde es aber spannend, weil es mir wieder vorzeigt, wie unterschiedlich unsere beiden tatsächlich sind. Auch im Hintergrund, wie sie das Vampirsein verbinden. Für Bree ist es im wahrsten Sinne des Wortes was sehr Animalistisches. Und das ist so, das ist so viel Kraft, so viel Bösartigkeit ja auch. Und das ist für sie tatsächlich, also ist sehr spannend für mich abzuspeichern. Weil sporadisch werden unsere beiden garantiert immer mal an den Punkt kommen, wo uns das auch auffällt, wie weit wir da auseinander liegen. Gar nicht, dass der andere falsch ist oder dass das doof ist, sondern einfach nur so verschiedene Sichten auf eine Sache, die weiter nicht auseinander liegen können. Aber ich glaube auch, dass Hattie eher das tierisch-animalische versucht, komplett zu ignorieren. Also sie weiß, dass es da ist. Aber das ist für sie natürlich, also ich meine, sie verwandelt sich ja auch nicht wirklich in ein Tier. Und ich glaube, dass sie tendenziell, ich glaube nicht, dass sie darunter leidet. Also das ist aber so, für sie ist das eher so, das passiert halt. Aber eigentlich ist Vampirsein eher die Möglichkeit, die Welt zu beglücken über einen langen Zeitraum. Also ich glaube, das ist, sie ist ja auch Celebrant, sie möchte, und Visionary, sie möchte ja auch die Leute für irgendwas begeistern. Und ich glaube, dass sie da, dass sie auch den Teil komplett ignoriert. Deswegen findet sie auch das mit diesem Idee mit dem Sabbat und so, wenn er ihr zu nahe kommen würde, würde sie tatsächlich New York verlassen. Dann würde sie alles dran setzen, zu gehen, um irgendwo hinzugehen, wo sie dem Problem nicht ausgesetzt ist. Weil das nicht so ihr Ding ist. Aber nee, also ich meine, das ist, wie gesagt, dann hat es jetzt erstmal so eine Mission. Die wird jetzt da erstmal so ein bisschen vor sich hin träumen. Vielleicht auch ein bisschen Tagebuch schreiben. Bria, da wird aufs Dach gehen, noch ein bisschen mit den Katzen abhängen. Du hast also die Futterstellen wirklich auf dem Dach oder hinten im Hof? Ich denke auf dem Dach, weil im Hof sind ja angrenzende Gebäude, die es mitkriegen. Ich glaube, es würde schon auf dem Dach unterwegs sein. Ja, ist schwerer zu erreichen, wird nicht jede Katze mitnehmen, aber... Ich wollte gerade sagen, also du hättest mehr Klienten sozusagen, wenn du es um den Hof machen würdest. Aber sie würde es erstmal oben anfangen und gucken, wie es läuft. Weil wie gesagt, sie will es auch ein bisschen diskreter machen. Nicht, dass der nächste Nachbar ihr eine Pfanne an den Kopf wirft, weil sie die Katzen quasi in den Hinterhof lockt, wo man sie eigentlich nicht haben will. Interessanterweise interessieren sich nicht nur Katzen für das Futter, was du da aufstellst, sondern sowas wie Krähen zum Beispiel, also irgendwer, die da auch irgendwie sowas gerne mal irgendwo, ne? Also da ist durchaus, versammelt sich noch anderes Viehzeug, wenn du da was hinlegst. Also Tauben wären die weggejagt werden würden? Ich glaube, Tauben würden an so fleischhaltiges Zeug nicht dran gehen, aber bei Raben bin ich mir nicht so sicher. Bei Raben, Krähen, also wenn da was dabei ist, ich glaube, da hätte Bree überhaupt keinen Stress damit. Ist sie ja nun auch sehr nah. Wobei das Beiwerk ist, mit denen würde sie sich, glaube ich, weniger unterhalten. Ich glaube, sie würde sich tatsächlich auf die Katzen konzentrieren. Weil theoretisch müsste sie mit Raben das ja auch können, aber wie gesagt, sie fokussiert sich auf die Katzen. Das mit dem Innenhof macht sie vielleicht mal in seltenen Fällen. Aber wie gesagt, erst mal auf dem Dach anfangen. Du hattest den harten Kern zusammentrommeln. Okay. Die Katzen, die es aufs Dach schaffen, das sind ihre Homies. Katzen, das sind ihre Homies, richtig, so ungefähr. Das sind die, die rumkommen vor allen Dingen. Und das sind die, die nicht so bequem sind, muss man jetzt ja mal ganz kleiner sagen. Also Ivy würdest du da nicht treffen. Du würdest Phoenix und Hugo treffen. Ich wollte sagen, deine Jungs würde ich da treffen. Auf jeden Fall. Kleinen Abenteurer.
Kiwi würde da auch nicht hochkommen. Ja. So. Ivy würde nur sagen, ich könnte, wenn ich wollte, aber wer will das schon? Kannst mich mit hochtragen. Das ist ja, okay, genau. Lady. Trag mich hoch dann. Gibt es hier einen Fahrstuhl irgendwo? Der menschliche Fahrstuhl steht vor mir. Trag mich. Ja. Ja. Genau. Richtig. Genau. Nee, ansonsten wird Bree nochmal vorsichtig in ihre Pflanzen auf dem Weg zum Dach, wird sie an ihren Pflanzen nochmal vorbeigehen, würde zwei Worte mit den Pflanzen reden, ihnen ein Aberlied vorsummen. Und wie gesagt, für morgen Catherine, beziehungsweise ehrlich Catherine, einen Zettel hinlegen mit Pflanzendünger, Stäbchen, brauchen wir dringend. Was meinst du? Lass uns nach der Arbeit sprechen. Und dann ist sie aber geflüchtet und steht nur noch da, finde ich nicht. Ciao. Nee, wird sie ihre Sachen nicht. Fehlen und die Koffer sind weg. Ja, genau. Kommt nicht los. Das ist eher früher morgen, das Cath ist wahrscheinlich angeguckt, denkt, oh, sie hat eine ihrer lustigen Phasen. Wie ist sie da jetzt dran geraten? Was müssen mein wir Gott, jetzt die Chefin ist bestellen? Gestern Nacht wieder unterwegs gewesen. Ich muss ihr das ausreden. Ich denke, Cat hat sporadisch immer mal so Erlebnisse, wenn Bree über irgendwas Spannendes, Neues stolpert, was sie noch nie erlebt hat. Das wird was sein, was Cat mit durchleiden muss. Okay. Das erste Handy. Das erste Mobiltelefon. Ich habe jemanden gesehen, der das hat mit erste sich Mobiltelefon. Ich glaube, da ist Cat, glaube ich, dran zugrunde gegangen an Bree für eine Weile. An Sebastian wahrscheinlich auch. Ich denke, an beiden wird sie sich ordentlich die. Das Ding ist, das reine Telefonieren damit wahrscheinlich, das war okay, weil ein Telefon bedienen wahrscheinlich halbwegs, also für Sebastian geht's, für meinen Charakter, ich denke, ein Telefon, das geht aber alles, was dann danach kam, Richtung Smartphone. Also ich muss sagen, Smartphones finde ich heute teilweise noch etwas kryptisch. Ja. Es gibt ein paar Apps, die kann ich nicht bedienen. Ich bin da ganz offen. Das ist unsere Generation. Das ist ja, das, was ich vorhin in der Vorbesprechung versucht habe, klarzumachen. Dass ich bin froh, damit nicht aufgewachsen zu sein, aber ich möchte das Ding nicht missen, muss ich sagen. Ganz im Gegenteil, ich möchte es auch nicht missen. Also es ist schon total toll, aber bei manchen, ich hatte neulich irgendeine App, also diese komische App für, also die Amazon Music App, also es funktioniert einfach nicht. Ich habe es wieder gelöscht und gedacht, okay, gut, dann nicht. Ja gut, und dann würde ich einfach irgendwann ins Bett gehen. Ja, dann gibt es Schlafenszeit. Genau. Gut. Ich würde sagen, habe ich Hunger? Und während ihr eure Kanditinnen schlafen legt, machen wir dann eine kurze Pause. Okay. Klick. Gut, dann willkommen zurück. Ja, was habt ihr denn in nächster Zeit noch so vor dann jetzt? Ich meine, das Erlebnis mit dem Malkavian. Katzenjammer, Gejammer und Also ich habe eigentlich jetzt nicht wirklich was vor. Bree hat halt auch nichts Spannendes vor. Nee. Also sie wird ihren Job machen. Sie wird, wie gesagt, Sebastian pieksen, dass er sich langsam Richtung Hubschrapp-Schrappführerschein. Flugschein heißt es, nicht Führerschein. Dass sie sich anfängt, sich langsam damit zu beschäftigen. Kein Zeitdruck dahinter. Er soll sich Zeit lassen, solange er möchte und braucht. Aber alles offizielle Wege, wohlgemerkt, ja. Also wir machen hier nichts hintenrum, sondern offiziell, dass es auch eine offizielle Lizenz ist. Ich denke, Hattie und Bree gehen natürlich jeden Mittwoch trainieren, auf welche Variante auch immer. Das heißt schießen oder draufhauen. Und Bree wird, ich denke, so 2-3 Tage die Woche auch immer mal, wie gesagt, auf dem Dach abhängen und gucken, wer vorbeikommen mag zum gefüttert werden, versorgen, ein wenig plauschen. Ja, du baust dir da schon eine Clique auf sozusagen, eine kleine Bande, eine Gang. Ja, ist eine kleine Bande, eine Gang. Und Aristide, Toulouse. Ja. Ja, gibst du den Namen oder nimmst du die Namen, die, ich weiß nicht, so eine Katze, vielleicht hat die, ja, die eine oder andere wird auch ein Halsband haben, weil die irgendjemandem gehört? Ich würde mich mit der Katze irgendwie darauf einigen. Entweder hat sie einen Namen, den sie auch kennt, oder ansonsten würde ich wahrscheinlich schon kreativ Namen geben, wobei es vielleicht auch einfach nur Brauner oder Flecky oder keine Ahnung, was sein könnte. Ich bin ziemlich sicher, dass jede Katze einen Kampfnamen hat. Ich stelle mir eigentlich ehrlich innerlich auch vor, auch wenn ich kein Katzenbesitzer bin, dass jede Katze eigentlich einen Katzennamen hat und dass nur spezielle Leute diesen Namen kennen, ist die Frage, ob Bree den nennt. Ansonsten kriegen sie Spitznamen verpasst. Das ist so wie der wahre Name, wenn man ins Feenreich eindringt.
bin ziemlich sicher, dass Ivy eigentlich auch nicht wirklich Ivy heißt. Okay. Aber was, hast du so einen dicken, fetten Kater, der sich dann so aufbaut? Und wie ist dein Kampfname? Flöckchen. Ja, genau. Okay, gut. Genau. Aber was tatsächlich Hattie machen würde, ist, Hattie würde so ein bisschen in die Esoterik-Ecke abdriften. Sie hat ja ein Ouija-Board, das haben wir ja schon verwendet, das hat noch nicht geklappt. Die würde dann erstmal so ein bisschen, sie würde dann erstmal die gute Marina losschicken und sagen, Schätzele, kauf mir mal ein paar Bücher zum Thema Tarot und ein Tarot-Deck. Also müssen unsere beiden rechten Hände durch den Wahn durch. Bree möchte über Pflanzen lernen. Sie, wie gesagt, die wunderbaren Düngestäbchen und das wird mit Cat definitiv durchexerziert. Und dann wird sie bei Amazon.com eine Glaskugel bestellen, weil das gibt's bestimmt. Und dann auch so irgendwie so Glasomantie studieren. Also sie wird das so dieses Ganze, also wenn Cassandra wahrsagen kann, vielleicht kann ich das ja auch. Ich muss nur üben. Ja. Du brauchst das auch nicht bei Amazon zu machen. Ich könnte mir vorstellen, gerade in New York gibt es eine Menge sogenannter Zauberläden, so Esoterik-Shops oder Du hast absolut recht, natürlich, klar. Ja. Klar. Da würde ich dann tatsächlich mal. Und die haben ja, also in den USA gibt es ja keinen Ladenschluss. Das kann ja auch gut sein, dass die abends länger offen haben, weil abends, wenn die haben dann November. Die Damen. Also es geht jetzt so langsam so auf die kürzeste Nacht des Jahres, längste Nacht dann, des Jahres. Dann ist er eher entspannt. Da gehe ich dann einfach immer mal so ein bisschen so bummeln und so und dann würde ich auch mal gucken, ich würde tatsächlich mal gucken, ob es irgendwo eine Madame Eva gibt, die einem das Schicksal vorhersagt. Eine? Eine? Hunderte! Ja, so ungefähr, aber eine mit guter Bewertung natürlich. Ja, genau, also eine mit guter Bewertung bei Google 5 Stars, Trust, ePilot und so. Nee, also ich würde tatsächlich mal so schauen, weil es gibt ja also es gibt ja so diese, in Irland gibt es ja immer The Seventh Daughter of a Seventh Daughter, die parkt dann immer so am Silver Strand in Galway und die hat da so ihren Wohnwagen und da kann man dann reingehen. Sie würde sich irgendwas total tacky Abgefahrenes besorgen, aber dann auch eins von denen super understated und so. Also eine, die eher so jahrmarkttechnisch unterwegs ist, wo du denkst, must be a fraud. Aber dann auch so eine, die dann eher so sagt, so Lebenshilfe. Das ist ja auch so oft, wird es ja so in diesen. Und sie würde sich zwei aussuchen und dorthin gehen und sich mal von denen ihr Schicksal erzählen lassen. Und dann auch mal gucken, was sie wohl sagen, wer von beiden als erstes draufkommt, dass mit dieser Frau irgendwas nicht stimmt. Oh, sie haben aber kalte Hände, so beim Handlesen. Ja, das ist noch das geringste Problem. Ihre Lebenslinie ist aber, wow, also die hört ja gar nicht wieder auf. Die läuft den Arm hoch, die hört gar nicht wieder auf. Sie haben gar Vergangenheit. Es kann auch sein, dass gar keine Lebenslinie da ist. Lebenslinie? Ja. Das ist nur noch so eine Todeslinie, ist so ein Kreuz. Kannst du so, das ist dann so eine Narbe, die du mal immer wieder so cut. Die Linie sagt, sie sollten gar nicht mehr unter uns weilen. Ja. Wieso stehen da Jahreszahlen dran? Nee, aber schnell gemacht. Okay. So stelle ich mir das vor. Das ist jetzt wirklich so meine Mission für November bis in die Vorweihnachtszeit. Das ist eine Zeitlinie, daher kommt der Name. Ja, genau. Ja. Ich denke, das, was Bree tatsächlich aber machen würde, sie würde Hattie immer mal wieder in irgendwelche Ausstellungen mitschleppen, weil Bree natürlich auf Aussicht nach, ich nenne es jetzt mal Opfern, ist, nämlich nach nicht menschlichen Opfern zum Trinken. Die sucht sie anderweitig, aber vielleicht gibt es Leute, die um etwas entreichert werden müssen. Ja. Wie gesagt, da denken wir uns noch was zu aus. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe so. Ich bin Ideen, auch noch ein bisschen unschlüssig, wie man da am besten rankommt. Aber wie gesagt, Bree wird Hattie oder auch mal alleine, wenn Hattie nicht mitkommen will, mal auf Ausstellungen, Vernissagen, wenn Museen neue Ausstellungen haben, weil da ist ja manchmal auch Leute. Da würde ich aber auf jeden Fall echt dabei sein und dann auch notfalls meine eigenen psychosomatischen Diskussionen jetzt mal hinten anstellen, weil das natürlich auch direkt mit meinem Job zu tun hat. Das wäre auch nicht jeden Tag. Ich meine, also das ist da, ich denke, wir haben ja auch wirklich sehr viel Zeit, weil für mich das große Geschäft erst wirklich so ab dem 10. Dezember losgeht. Wir hatten ja die Vernissage, wir haben den Katalog etc., da werden sich jetzt vielleicht auch Leute mal interessiert haben. Die kommen aber wahrscheinlich eher tagsüber und es wird vor Weihnachten keine Auktion geben. Also da wird keine stattfinden, weil da haben die Leute keinen Nerv für. Die wollen dann wissen, ich kaufe ein Weihnachtsgeschenk und es ist dann auch da und nicht, ich muss jetzt noch bieten.
Für Bee ist es ein Mix aus. Vielleicht wird man auf Weihnachtspartys eingeladen, die man nutzen kann zum Ausspionieren. Wobei näher an Weihnachten ran ist, glaube ich, einsteigen bei Leuten schwierig, weil Leute zu Hause sind und Weihnachten feiern. Aber danach gehen ja die Reichbetuchten vielleicht Skifahren. Was der Geier. Nach Aspen, Colorado. Nach Aspen oder in den Karibik irgendeinen Strand. Oder Florida, wenn man nicht ganz so weit will. Je nachdem, wie das Wetter so ist. Aber das wäre so, wie gesagt, aber das ist, ich glaube, der Vorteil als Kanid, du hast ja keine Zeit, sondern es ist wie eine Katze geduldig auf Lauer gelegt. Das ist das, was Bree macht. Wirklich ganz geduldig, Augen aufhalten, Ohren aufhalten und auf das Richtige warten, wo ihr siebter Sinn sagt, da schlägst du zu, weil A, ist es machbar und B, ist es was wert, was man wieder weiterverkaufen kann. Ja. Weil wie gesagt, ihr Grundeinkommen hat sie ja über die Firma. Das ist eher ein Spaßthema für sie, als dass es ein Geldthema ist. Ja. War das der Nervenkitzel? Wer sich auf jeden Fall bei Hattie meldet, ist der Fotograf, den wir ganz in der ersten, zweiten An den Session hatte ich gerade vor zwei Sekunden gedacht, auch noch mal gucken, wie der hieß. Weil du ja angeboten hattest, dass er seine Fotos bei dir ausstellen kann. Eine Vernissage, wollte genau. ich anbieten. Und jetzt vor Weihnachten ist dann natürlich genau auch der richtige Zeitpunkt, dass man sich da irgendwie zusammenfindet. Der Jay Asprey. Genau. Ich hätte jetzt scrollen müssen, um den Namen zu finden, aber ja. Ob er dann irgendwie, er hat natürlich jetzt neue gemacht mittlerweile, ob wir dann irgendwie mal da zusammenkommen könnten. Im Endeffekt, ich weiß nicht, wie sowas jetzt auch in Real Life, dass er irgendwo er die Fotos ausstellen kann und wenn er die verkaufen sollte, dass er dann eine Provision an dich gibt oder sowas. Ja, das kann man machen. Oder ich hatte ihm ja gesagt, dass ich ihm zwei Werke abkaufe plus eine Vernissage für einen gewissen Preis. Also da würde ich dann nochmal... Die zwei Werke hast du schon gekauft damals? Nee, die habe ich nicht gekauft, sondern ich habe ihm gesagt, ich kaufe die und er wollte einen Preis, den ich nicht bereit war zu zahlen. Habe dann gesagt, gut, dann nicht. Also wir haben uns höflich getrennt. Aber, ich meine, du hast ihn runtergehandelt, der wird $1,500 pro Bild. Nee, ich habe den nie gekauft. Ich habe den nie gekauft. Okay. Weil er wollte einen Preis, den ich nicht bereit war zu zahlen. Und dann haben wir uns noch darüber unterhalten, dass er vielleicht ja nochmal zurückkommt und sagt, ja, er macht es jetzt trotzdem. Ich würde dann einfach nur mal sagen, gut, also eine Vernissage ist jetzt natürlich vor Weihnachten schwierig, weil im Moment der Platz voll ist mit Gegenständen, die ich verkaufe. Und es ist im Moment natürlich hauptsächlich Schmuckstücke. Könnte man mal machen an einem Samstag, Sonntag jeweils abends, weil tagsüber ist natürlich der Laden offen, auch am Sonntag, weil jetzt Weihnachtszeit, jetzt werden Sachen gekauft. Und dann würde ich das tatsächlich auf Kommissionsbasis machen. Ich würde ihm das Angebot, dass ich zwei seiner Werke und dann umsonst für ihn eine Vernissage mache, nicht mehr wiederholen. Er kann das machen. Dann würde ich mir aber die Werke angucken, weil das letzte Mal hatte er Lost Places, was jetzt in der Vorweihnachtszeit in ein Antiquitätengeschäft nicht passt. Also es muss dann irgendwas sein, was ich thematisch verkaufen kann. Also im Sinne von an die Frau und den Mann bringen, dass es thematisch dazu passt. Da würde ich mir halt mal gucken, was er so hat. Wenn er jetzt Naturfotografie gemacht hat in der letzten Zeit, dann wäre das was. Wenn er Wintermotive gemacht hat, egal wie wüst oder eintönig die sind, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber sowas wie diese Lost Places, dieses Schwimmbad mit dem Ding, das würde ich jetzt, glaube ich, nicht passen. Also muss man halt jetzt gucken, was er hat. Oder er muss im Frühjahr zurückkommen. Ja, dann machen wir das doch einfach mal mit einem Hoch- oder Tiefspiel. Einer von euch würfelt und die andere wird entsprechend dann... Sag hoch also oder tief? Ich würde sagen hoch. Eine 2. Dann hat er aktuell keine passende Thematik. Ja, dann er weiß also ja, wo ich zu finden bin. Ich meine, das ist vielleicht auch eine gute Lehre für ihn. Ja, das ist dann... Ob er wiederkommt oder nicht, das werden wir sehen. Ja, aber der Punkt ist, es muss natürlich auch, ich bin Geschäftsfrau. Ich bin Na klar. Also ich meine, dein Laden. Damals hätte ich ihn genommen, im Sommer wäre das ideal gewesen. Da kannst du den Leuten alles zeigen, da sind die Leute fröhlich, es ist September, da geht es aber auch so ein bisschen auf den Herbst zu, da passt was mit Lost Places wirklich gut, aber nicht in die Vorweihnachtszeit, wo alle jetzt Jingle Bells spielen. Alles ist super. Depri-Bild. Ja. Ja. Die ganze Stadt ist natürlich jetzt im Weihnachtsfieber und bei den Amerikanern, da kann man schnell Muss ich würfeln oder kann ich Schnee haben? Hattie liebt Schnee.
Wir sind in New York City. Wenn Schnee, dann gibt es immer nur zu viel auf einmal. Aber glaub mal, dass die irgendwann im Winter ordentlich Schnee haben. Auf den Abend freut sie sich. Da steht sie dann in ihrem Zimmer und guckt raus. Okay, gut. Das heißt, irgendwann... Ich glaube auch tatsächlich, dass Bree und Hattie beide so bekloppt sind, dass sie in der Weihnachtszeit tatsächlich sich auch nicht nehmen lassen, am Rockefeller Center Schlittschuh zu laufen. Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, egal wie kitschig das ist, also dadurch, dass wir jetzt in New York City sind und es ist, ich glaube, das ist was, ich weiß gar nicht, ob Hattie das Bree vorschlagen würde oder Bree Hattie oder wir gleichzeitig auf die Idee kommen mit, das müssen wir machen. Das wird definitiv was sein, was sie in der Winterzeit machen werden, weil die ist ja auch bis in die Puppen offen. Das heißt, das kann man ganz entspannt machen. Ja. Und also, einmal Klischee-Weihnachten mitnehmen. Genau. Und dann vielleicht auch irgendwie, vielleicht laufen ja irgendwelche Weihnachtsfilme im Kino, 42nd Street oder so. Es laufen bestimmt irgendwo in irgendeinem Kino Weihnachtsfilme und ansonsten... Weil ich glaube, das wäre schon sowas gerade, weil du ja vorhin auch das Alter angesprochen hast. Also zumindest Hattie ist ein sehr, glaube ich, nostalgischer Mensch. Mhm. Gerade so auch Weihnachten, weil das ist ja auch so wirklich eine ganz besondere Zeit. Ich meine, gerade halt in unserer Generation, in den 20ern, war das noch wirklich wichtig und so. Und auch ganz anders, als es vielleicht heute ist. Also ich glaube, das wäre schon was, da würde sie auch so, das würde sie auch genießen. Und da würde sie, also sie hat definitiv auch einen Weihnachtsbaum. Das wird sie sich nicht nehmen lassen. Da steht ein Weihnachtsbaum. Ein echter. Hast du die Düngestäbchen auch? Aber ja, nein, tut. Der ist ja abgesägt. Der wächst ja gar nicht mehr. Das ist doch gemein. Ich glaube, bei Bree ist es aber tatsächlich auch ähnlich. Das ist auch was Nostalgisches, weil egal wie furchtbar ihr Zuhause, obwohl ihr Zuhause war ja gar nicht so furchtbar zu Beginn nicht. Ich glaube, Weihnachten ist für sie so ein sehr... auch sentimentales Thema, auch auf dem gesehen, wo sie jetzt ist, rückblickend. Das wird für sie, denke ich, schon so ein Punkt immer mal wieder sein, zu reflektieren. Ich glaube nicht, dass sie einen echten Baum zu Hause stehen hat. Die hat mehrere Plastikbäume stehen. Unten auf Bürofläche irgendwo wird einer sein. Und ein kleiner vor der Tür wahrscheinlich, angekettet. Und oben wird sie bei sich wahrscheinlich, wobei ich weiß gar nicht, ob sie oben wird sie einen Baum stehen haben. Ich glaube schon, aber sie wird einen Plastikbaum haben, den sie quasi aus dem Lagerhaus einfach rausnimmt, Plane abzieht, ausschüttelt, einstöpselt. Hetsch. Das wird ganz pragmatisch sein. Nicht, dass du irgendwie so eine Art Diorama da stehen hast, dass du immer weiter drehst, je nach Jahreszeit. Das ist im Endeffekt so ein, wo immer das so geviertelt ist. Man kann auf Weihnachten drehen, man kann auf Ostern drehen, man kann auf Sommer drehen und immer ist halt so eine Thematik da drin in der Deko. Ja, aber Weihnachten wird für die beiden Damen ein bisschen Kitsch, Sentimentalität tatsächlich dazugehören, soweit es natürlich sinnig ist. Das ist der Moment, wo einem auffällt, dass man keine heiße Schokolade trinken kann oder sowas. Mhm. Und wahrscheinlich ist Weihnachten auch der Tag, an dem man immer abliest, wie die Zeit vergeht. Weil irgendwann vergisst man seinen Geburtstag. Ich meine, ich vergesse meinen Geburtstag und ich bin noch nicht 100 Jahre alt. Aber es ist halt so, aber Weihnachten ist eine der Dinge, da hältst du in der nördlichen Hemisphäre am 24. einfach an. 24., 25., da... Du kommst auch nicht dran vorbei. Also du kannst Weihnachten vorbei, nicht vergessen. Genau. Also das ist so schwierig, weil es dich ja von überall, also du bist irgendwo in den Bergen auf einer kleinen Hütte, dann wahrscheinlich schon, aber gerade in der Großstadt oder New York ist mit Weihnachten, sobald du vor die Tür gehst. Ja, zumal es auch irgendwie so ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich denke jetzt an das nächste Jahr, man hat irgendwie schon automatisch so eine Jahresstruktur, ne? Das heißt, so bestimmte Eckpunkte hast da drin, also bestimmte Zeitpunkte. Du hast Ostern, du hast Sommer, du hast Weihnachten, das sind so Dinge, die halt irgendwie auch in die Jahresstruktur mit eingeplant werden. Aber wie gesagt, ich glaube, Weihnachten ist tatsächlich so ein bisschen dieses Sentimentale, wo das Menschsein auch ein bisschen durchkommt, denke ich nochmal wieder. Also dieses rückblickend, wie früher. Und ja, das glaube ich auch. Du sagst, früher war Weihnachten, obwohl, ja, also früher war Weihnachten auch wichtig. Anders, ich weiß gar nicht, ob es anders wichtig war, aber. Ich weiß nicht, ob es anders wichtig war, aber damals wurde es halt vielleicht auch nochmal, war es vielleicht weniger nach draußen als vielmehr nach innen, also weil die Leute haben halt, obwohl ihre Familie hätte natürlich groß gefeiert, also klar,
Großgrundbesitzer, reiche Familie, da hätte es diese Bälle gegeben, das ist klar. Aber Weihnachten dann halt auch, ich meine, großer Baum, die ganze Familie kommt. Wobei mir gerade einfällt, dass in den USA eigentlich ja Thanksgiving noch viel wichtiger ist. Aber das ist halt dann wirklich so dieses Familiending, während natürlich Weihnachten ist halt dann Splash Out und außen. Du hast also, recht, Thanksgiving. Ja, Thanksgiving vergesse ich immer, weil das für die US-Amerikaner, die ich kenne, super wichtig ist. Die reisen ja da in der Gegend rum, nur um da hinzukommen und so. Aber dadurch, dass es natürlich auch so dieses... Sie haben ja dementsprechend nicht wirklich so diese Familie, zu der sie hinreisen, sondern sie sind ja quasi diese Mikrofamilie, jeder für sich mit seinen Ghulen oder sie beide gemeinsam mit ihren Ghulen. Aber ich glaube, Weihnachten ist schon. Also Hattie liebt Weihnachten. Das ist so, die ist so ein Weihnachtsfreund. Ja. Die hat auch, die hat auch so eine kleine Holzmodelleisenbahn, die man um den Weihnachtsbaum aufstellt. Dann kann man den Zug rumschieben. Von Eichhorn. Das ist echte Zeug. Das ist gute Zeug. Ja. Und dann eines Abends bei dir, Hattie, taucht ein junger Mann auf. Ich dachte schon, eine Frau mit zwei Augen. Also hoffentlich hat jede Frau zwei Augen, also, bei dir auch taucht. Ein Thema. Drei Augen. Ich bin die Einäugige. Nee, wenn, dann hat sie gefühlt ja drei Augen. Ja, genau, also. Drei Augen. Ja. Ein junger Mann. Gibt es auch in der Vampirwelt, aber die werden euch so nicht begegnen erstmal. Ja, so ein Glück. Brauchen wir nicht. Zwei Augen reicht. Ein junger Mann. Ich lächle ihn an. Genau, also er hat eine schlanke Gestalt. Oh, super. Auch so rötliches Haar. Er klopft halt auch den ganzen Schnee ab, damit er es auch nicht in den Laden trägt. Und er hat so eine Mappe unter dem Arm. Und scheint etwas schüchtern zu sein und schaut sich so um in dem Laden. Und wie alt wirkt er denn auf mich? So Mitte 20. Ach Gott, ist das süß. Ich sehe nur unwesentlich jünger aus als er oder ungefähr gleich alt. Ich gehe auf ihn zu und sage, guten Abend. Mein Name ist Jones. Guten Was Abend. Miss Jones oder Mrs.? Miss. Miss Jones. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier einfach so herein... Rhodes, Samuel Rhodes. Mr. Rhodes, was kann ich für Sie tun? Ich würde es nicht Freund nennen, aber Bekannter wollte bei Ihnen Fotos ausstellen. Es gab wohl dort irgendwie ein... Sagen wir, ich bin auch ein Künstler und vielleicht kommen wir da irgendwie... Ich habe jetzt selber so noch keine Gelegenheit, aber ich dachte mir, ich frage einfach mal nach. Ich hätte ja ein paar Entwürfe, wenn Sie mal schauen wollen, ob das vielleicht etwas wäre. Er zeigt dir so gerne diese Mappe, die er dabei hat. Ich halte meine Hände so hin und nehme, wenn er mir die Mappe übergibt, dann lege ich, wenn Sie mir folgen wollen, und ich habe ja diese Glaskästen, wo die Sachen liegen, und dann lege ich das auf einen dieser Kästen, schlage es auf, und zwar so, dass wir beide gleichzeitig gucken können, wenn er möchte. Was sehe ich? Er hat dort drinnen Zeichnungen, und zwar handgefertigte Zeichnungen, wirklich sehr detailgetreu, von verschiedenen Szenen aus der Stadt. Da sind durchaus auch Winterszenen dabei. Und es ist im Endeffekt so ungefähr so vom Stil her, wie wir das hatten mit diesen Lost Places, wo mal irgendwo ein etwas drin war, was so ein bisschen dann, wie hattest du das formuliert? Die Blätter, die vor dem Dings liegen, dass das so ein bisschen diese trübe Struktur aufhebt, mehr oder weniger. Schwarz und weiß oder farbig? Die sind zunächst einmal schwarz und weiß. Also es ist so ein eierschalenfarbenes Papier und dann halt mit so einem schwarzen Stift, irgendwie mit so einem Feinliner sozusagen dann da drauf gemalt. Im Endeffekt ist es so etwas, dass du hast halt irgendwie eine Straßenszene mit so einem, ne, wo halt so Leute über die Straße gehen, ist gerade grüne Ampel. Und inmitten dieses Gewühls von eher dunklen Gestalten hast du ein Kind in einem hell gemalten Regenmantel, welches sich runterbeugt und einen kleinen Hund streichelt oder so etwas. Art History. Hat er Talent? Drei Erfolge. Ja, durchaus. Okay. Und es dann gibt verschiedene andere solche Szenen. Aus dem Park, aus irgendwo einem Café. Dann weiß ich auf das mit dem Kind. Und dann sage ich, Schindlers Liste-Effekt. Gut. Sie möchten hier ausstellen?
wäre mal eine bescheidene Frage. Ich kann verstehen, wenn Sie das jetzt nicht... Oder? Wie gesagt, er wird sehr schüchtern. Und ja, das können wir durchaus tun. Und sollten Sie das Ihrem Freund Herrn Asprey mitteilen und er sich fragen, warum Sie ausstellen und nicht er, das hier sind keine Fotografien. Zum jetzigen Zeitpunkt, seine Fotografien haben mir sehr gut gefallen und ich hatte ihm eine Vernissage angeboten, aber nicht in der Vorweihnachtszeit. Dafür sind seine Bilder zu markant, deprimierend, sehr gut, aber nicht die richtige Jahreszeit. Während diese Stadtansichten, vor allen Dingen diese Wintermotive, können wir definitiv hier verwenden. Ich zähle mal durch, wie viel sind es denn? Ein Dutzend. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Haben Sie noch mehr davon? Ja. Bringen Sie mir nochmal 5 oder 6 New York im Winter. Und wir machen eine Ausstellung. Ich würde sagen, wir 10 Stück insgesamt. Die können wir hier platzieren. Ich biete Ihnen an, eine Auswahl bis einschließlich 3. Januar. Ich möchte auch, dass Sie jedes Ihrer Stücke bepreisen und mir den Preis mitteilen. Und dann sage ich Ihnen, ob ich glaube, dass Sie den erzielen können oder nicht. Dabei läuft es ein bisschen rot an. Ich kann das jetzt schlecht einschätzen. Was würde man für sein Bild nehmen? $50? Dann werde ich jetzt einfach nochmal Intelligenz und Art History schmeißen. Der ist gekockt. 2 Erfolge. Ich würde ihm den Preis nennen. Würde aber sagen, vertrauen Sie nie der ersten Person, die Sie danach fragen. Und ich gebe ihm dann ich nehme mir einen Zettel und schreibe einen Namen drauf in einer Galerie, deren Besitzer ich kenne, und sage, gehen Sie dort auch nochmal hin und lassen Sie sich diese Gegenstände bepreisen. Man sollte immer zweimal fragen. Okay, und dann kommen Sie wieder und dann machen wir eine Vernissage für Sie. Vielen, vielen Dank. Das ist schon... Also jetzt wird er schon fast überschwänglich, also er freut sich sichtlich und ist er ein Kainit? Perception Empathy gegen 8. Mhm. 1, 2, 3, 4 Erfolge. Hallali. Er leuchtet nicht wie ein Regenbogen. Du kannst ihn richtig durchleuchten mit deinem Auspex-Blick. Er ist ein Mensch und die Nervosität ist nicht gespielt. Er ist tatsächlich sehr, sehr nervös. Gut, okay. Also dann, aber auch so dieses, diese helleren Farben von Freude und der ist schon auch irgendwie glücklich jetzt. Also, dass er da irgendwie... Dann gebe ich ihm meine vielleicht Karte. Vielleicht sogar stolz. Genau, das sind so, glaube ich, die Emotionen. Dann gebe ich ihm meine Karte und dann sage ich, rufen Sie mich an. Sobald Sie mit Mr. Hathaway von der anderen Galerie gesprochen haben. Und sagen Sie ihm schöne Grüße von mir. Das werde ich tun. Vielen Dank. Ich werde ein paar Tage brauchen, aber ich werde mich sofort dran machen. Ich halte ihm die Hand hin. Ja, er schüttelt die Hand. Und dann würde ich ihn nett nach draußen geleiten und ihm noch einen schönen Abend wünschen. Danke, Ihnen ebenso. Gerne. Ja, so schon so ein bisschen beschwingt jetzt... verlässt er halt. Oh, er hat die gute Tat des Jahres. Ich wollte gerade sagen, da hast du das Futter glücklich gemacht. Jetzt hättest du ihn direkt anzapfen müssen. Hätte extra gut geschmeckt wahrscheinlich. Das ist wahr. Das ist wahr. Allerdings, wie hätte ich ihn das vergessen machen können? Das wäre sehr Arbeit schwierig. Und Essen mixen. Ich glaube, das machen du und ich beide nicht. Nein. Ja, genau. Und dann würde ich mich tatsächlich auch freuen. Und dann würde ich mich hinsetzen, würde eine kurze Notiz für Marina hinterlassen. Also, dass wir... Das sollte der junge Mann namens Samuel Rhodes, hier steht sein Name, vorbeikommen, dass es mit mir abgesprochen ist und dass er bei Mr. Hathaway war, um sich die Gemälde bepreisen zu lassen und dass wir mit 10 Ausstellungsstücken rechnen müssen. Und sie soll, ich wüsste ja, was das Format war, das erkenne ich ja, das hat er mir ja gezeigt. Dann würde ich sagen, wir brauchen also 10, wie sagt man da? A3, A4, Rahmen, beziehungsweise es wären tatsächlich diese Easel, diese Ständer. Staffeleien, genau. Also ich würde es tatsächlich nicht hinhängen, weil dazu haben wir nicht den Platz, weil wir haben eine Fensterfront, sondern ich würde tatsächlich Staffeleien organisieren lassen, für die passen.
Genau, das würde ich ihr dann sagen und dann so, ja, a bientôt und wenn irgendwas ist, dann hinterlass mir eine Nachricht oder bleib einfach einen Abend länger da und wir können reden. Obwohl, dadurch, dass es ja so früh dunkel wird, ist die Chance, dass wir uns tatsächlich über den Weg laufen, relativ hoch. Relativ groß, ja. Aber den Brief kriegt sie auf jeden Fall, damit ich es nicht vergesse und sie nicht, sich nicht wundert, wenn er am nächsten Tag vor der Tür steht. Nicht, dass die Chefin plötzlich auftaucht, so, what? Ja. Ja, und dann, du bist gerade dabei, diesen Zettel, oder hast gerade den Zettel irgendwo deponiert, als dein Telefon klingelt. Ich gehe ran. Hallo? Ja, Hallöchen, dass man dich auch mal wieder hört. Wir haben ja so lange nicht mehr gesprochen. Das geht ja gar nicht. Du weißt ja schon, welche Jahreszeit wir jetzt gerade haben. Ja, Weihnachten. Hast du mir schon ein Geschenk besorgt, Schätzchen? Das wird natürlich eine Überraschung. Es ist nur was für den 25. Dezember, aber da haben wir ja noch ein paar Wochen Zeit. Nein, hör mal. Also eigentlich passt es ja gar nicht, aber Phoebe hat tatsächlich eine Art Weihnachtsparty geplant im Starlight. Oh. Das ist etwas ganz Besonderes, weil es noch nicht stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommt, aber irgendwie hat sie das Weihnachtsfieber gepackt. Deswegen, wie wär's? Wir beide. Und hast du deinen Wolf dabei? Also... Sie ist ein total süßer Rudolf. Mit der roten Nase, es ist einfach goldig. Und dann diesem großen Geweih. Ja, klar kommen wir. Hervorragend. Ein Rudolf-Wolf. Das ist mal was Neues. Ja, ich bin noch am Überlegen, als was ich gehe. Aber mir wird schon irgendwas Festliches einfallen lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Kostümfest ist, aber irgendwie ein, wie heißen die Tiere noch? Rentiere. So ein Geweih aufzusetzen, diese, vielleicht auch mit Blinklichtern, das wird vielleicht ja, eventuell etwas, aber viel mehr wird es dort nicht geben. Das wird Bree machen. Sehr schön, sehr schön. Ich muss mal gucken, ich habe noch irgendwie das rote Kleid, ja. Ich würde sagen, doch. Sexy Mrs. Santa. Das ist wahrscheinlich die andere Variante. Das wird wahrscheinlich so passieren. Wie Santa Claus und Mrs. Claus. Bree kommt als Mr. Claus. Ja, genau. Ich gehe als Rentier. Das sind dann diese Anzüge, die man so aufpusten kann, ja, genau. Wie so ein Maskottchen beim Marshmallow-mäßig, Football. Marshmallow-mäßig, ja, genau. Ja. Bart bis hier, Mütze ja. Bis da, damit sie keiner erkennt. Nein, aber auf jeden Fall, wann ist die Sause denn, Schätzchen? Dadurch, dass wir jetzt, ich sag mal, Anfang Dezember haben, am Nikolaustag, am 6. Dezember. Okay. Ja, pass mal auf, dann rufe ich jetzt sofort Bree an. Tu das, nicht, tu das. Nicht, dass sie sich was anderes vornimmt, du weißt ja. Das wäre eine Schande. Das können wir nicht zulassen. Deswegen, wir sehen uns am 6. im Starlight. Es sei denn, du brauchst noch ein Kleidungsstück vorher. Ach, diesmal lasse ich mich von Bree anziehen. Oha, da bin ich ja mal gespannt. In diesem Sinne noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Ich lege auf und dann rufe ich sofort bei Bree an. Ja, Brianna, dein Telefon klingelt. Dring, dring. Nichts ahnend nimmst du den Anruf. Ich sehe, wer es ist tendenziell. Ich glaube schon, dass ja. Du ja, angezeigt wird. Yes, darling. Schatzilein. Oh je. Meine liebste bessere Hälfte. Wir haben eine Einladung für den 6.12. zu einer Party im Starlight. Das ist ein Weihnachtsthema. Mhm. Du kommst mit. Ich habe uns schon eingebucht. Vielleicht habe ich ja was vor. Am 6. Das ist die Weihnachtsfeier im Starlight. Da kannst du doch nichts vor. Bitte tu mir das nicht an. Lass mich raten, wer dich eingeladen hat. Phoebe? Meredith? Die kommt sicherlich auch. Aha. Vermutlich, also so als Clansschwester lässt man auch seine Clansschwester Phoebe nicht alleine Weihnachten feiern am 6.12., wenn sie da eine Party gibt in ihrem Etablissement. Mhm. Einfach nur auftauchen, Weihnachtsmusik genießen, wiederfahren. Einfach nur auftauchen, wie üblich,
Umwerfend sein, Weihnachtsmusik genießen und dann wieder fahren, genau. Okay. Woher vielleicht steht Schlaufen Rockefeller Center als Einstimmung? Ja, und ich werde ein kleines Geweih aufsetzen für den Abend. Viel Spaß, das zu tun. Ist beim Schlittschuhlaufen etwas, obwohl ja, danach. Es wird ja ein kleines sein. Ja, das ist mit diesen Ausladenden. Dann haben wir immer Freibahn. Mhm. Weil um uns rum, oh Gott, da kommt die wahnsinnige Wieder. Ich arbeite da drüber. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Was meinst du? Ja, hässlicher Weihnachtspullover. Total. Also pass mal auf. Dieser Weihnachtspullover mit dieser roten leuchtenden, mit dem Rentier mit der roten leuchtenden Nase, wo man die Batterie reinstecken muss, das wär's doch. Mhm. Ja? Kriegen wir hin. Ja, genau, wir machen ein Christmas Jumper Evening. Genau. Okay. Falls es so schlimm wird, fahre ich. Nur zur Warnung. Das ist in Ordnung, solange du nur mit mir dorthin gehst. Das auf jeden Fall. Also und dann würde ich tatsächlich am nächsten Abend doch oder an diesem Abend noch losgehen und mir so den hässlichsten, abgefahrensten Christmas-Jumper, den die Welt je gesehen hat, irgendwo kaufen. Und gibt dann es sagen, da in den USA oder New York sowas wie Weihnachtsmärkte? Vielleicht. Nee. Ich hätte nämlich auch gesagt, es ist eher sowas Europäisches, ne? Oder was Deutsches? Was Deutschsprachliches. Ja, genau. Es breitet sich zwar aus. Ich weiß gar nicht, ob in Frankreich und so auch Weihnachtsmärkte gibt. In England, also in Irland weiß ich, ist es sehr unbekannt und wenn, dann, also die haben es übernommen und dann gibt es aber tatsächlich auch übernommen. Dann gibt es aber tatsächlich auch teilweise deutsche Aussteller, die dort, was weiß ich, was so Siebengebirgs, irgendwie diese Pyramiden und so. Ja, ja. Aber es ist nicht genuin dort und es ist auch. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich Weihnachtsmärkte in New York zu Weihnachten gesehen hatte. Ich habe mich jetzt auch so bei den Bildern, wenn man halt sagt, ein Weihnachten in New York, kriegst du das Rockefeller Center mit dem Baum davor. Oder ja, der, also der, jedes Geschäft, der Times Square. Genau, also jedes Geschäft schreit Weihnachten. Und es sind halt einige Pop-Up-Stores, die nur Weihnachtssachen verkaufen dann da. Aber so richtig Weihnachts, ich glaube nicht. Also vielleicht heutzutage, weil es in ist, aber ich glaube nicht. Aber gut, ich meine, den Weihnachtsmarkt brauche ich nicht, um den Christmas Jumper zu kaufen. Nee, den kriegst du überall in den Leben. Warte jetzt so, dann aber auf jeden Fall so ein mobiler Verkaufsstand, also wie so ein Marktstand letztendlich, die wird es dann irgendwo geben, der halt sich auf solche Sachen spezialisiert hat und ein Jumper ist hässlicher als der andere. Mhm, ja. Amerikanische Fantasie, da ist ja schon einiges drin dann bei sowas. Brianna hat sowas tatsächlich im Schrank liegen. Sie braucht dafür nicht einkaufen gehen. Sie macht den Schrank auf, packt also ihn aus. Den hast du aber schon mal angehabt. Das zählt für so. Das ist genau der Grund. Ich wollte gerade sagen, Harriet hat auch einen im Schrank liegen. Wahrscheinlich sogar 5 oder 6. Aber die hatte sich schon mal an. Und du würdest dich an die erinnern. Das heißt, sie muss dann schon was anderes an. Wie sieht denn das aus, wenn sie was bei dir anzieht, wo wir zu einem Fest gehen, was sie schon mal anhatte? Dir ist es natürlich egal. Ihren gut getragenen, heißgeliebten Ugly Christmas Sweater. Du hast ja auch immer noch diese komischen braunen Schuhe, die ich dauernd versuche, dir zu klauen, damit mal, du dir mal was genau Neues kaufst. Die anhaben wird. Ja, mit einer Hose, die so aus schwerem Wollstoff ist, in braun. Klar. Und Hosenträger dazu. Ja, genau. Braune Hose, braune Schuhe, Schal. Hosenträger, ja, genau. Dazu Jacke natürlich, wenn man rausgeht. Mein Christmas Jumper ist natürlich schreiend bunt, also bunt. Ja, den hat jemand gestrickt, der farbenblind ist und der sich gedacht hat, ich brauche was Helles, was noch Helleres und was Dunkles. Mhm. Und das Muster ist einfach irgendwie und dann hat sie natürlich einen lilafarbenen Samtrock an dazu. Nein, Moment, wir gehen ja zuerst Schlittschuh fahren. Da trägt sie dann tatsächlich so eher so irgendwie das Legging-artiges, damit sie da schön gleiten kann. Aber natürlich tolle Leggings und da steht jetzt auch nicht Nike drauf oder so. Und dann zieht sie sich um und dann zieht sie einen lilafarbenen Samtrock an mit engen, der eng ist und dann schwarze blickdichte Strümpfe und hochhackige schwarze Schuhe. Du bist in New York, ehrlich. Dich wird keiner krumm angucken, wenn du in dem Rock und dem Schlittschuhlauf gehst. Ich habe du nur Athletics. Da wenn ich da sitze, falle ich sehr permanent um. Also ich brauche irgendwas, wo ich mich bewegen kann. Du bist mit einem Körperklaus unterwegs, die da versucht, Schlittschuh zu laufen. Du weißt, dass ich das nicht kann. Ich hangle mich von Bande zu Bande und die meiste war ich.
Würfel einfach mal, gell? Dexterity. Du hast 90 Jahre Zeit gehabt, das zu lernen, Madame. Naja, als Frau, je nachdem, was du nun trägst, kannst du natürlich. Ja, nee, ich habe natürlich nicht getroffen. 5, 3 und 2. Ja, genau. Was hast du nur gewürfelt? Mhm. Ja, nur Dexterity. Ich habe kein Athletics. Du hast kein Athletics? Das ist eine Diskussion, die zwischen dir und mir ständig aufkommt. Ich bin wahnsinnig schnell, wenn ich. Ach, ich hätte ja noch einen vierten dazu gekriegt, weil ich auf Dexterity gewürfelt habe. Ja. Also dann würfel ich nochmal ein. Mit einer 5 auch nicht, also ich habe nicht gedacht. 1, 2, 3. Ja, es dauert nicht lange, als hätte ich von irgendwie ein paar, naja, Jugendlichen, die da so ein bisschen drüber feixen, eine so attraktive Frau dort herumeiern zu sehen, kriegst du einen von diesen, so einen Pinguin, den eigentlich nur Kinder nehmen, damit sie nicht hinfallen, in die Hand gedrückt. Wie ist das? Also wie ist der? Das der ist so ein kindshoher Pinguin, an dem kannst du dich festhalten und den vor dir herschieben, damit Kufen du nicht wegrutschst. Das ist ein Kufen drunter. Aber es gibt dir eine Stabilität, dass du tatsächlich ein bisschen halt hast. Hattie nimmt es allerdings mit Humor, denn etwas kann sie. Sie kann sehr gut über sich selbst lachen. Also das ist etwas, okay, das kann sie wirklich gut. Und dann wird sie da versuchen, mit dem möglichst elegant rumzugleiten. Aber sie wird dann auch Bree, die das ja wirklich sehr gut kann, auch ja, in Ruhe lassen. Du musst jetzt nicht mit mir da quasi auf dem Idiotenhügel rumgleiten. Ich werde mit dir auch ich werde neben dir her schlittern, vielleicht auch im Kreis dann um dich rumschlitsche laufen, aber wie gesagt, mit 4 Folgen bin ich, glaube ich, sehr entspannt auf dem Eis. Aber ich glaube, für Hattie ist es eher wichtig, sie möchte einfach Spaß haben. Also, dass sie also da jetzt, ob da sie haben. Da jetzt gut aussieht oder umfällt, das ist ihr wurscht. Das ist für du sie bist nicht die Einzige, die sich etwas blöd an und schick sagen, anstellt. Da findet man alles. Ich denke, Bree wird dich vielleicht auch gegebenenfalls ein bisschen durch die Gegend schieben. Mhm. Da musst du dich gar nicht groß, da musst du dich nur festhalten und die Füße beieinander halten. Bree wird dir hier und da ein paar Tipps geben, tatsächlich mit Füße versuchen parallel zu halten und versuchen halbwegs stabil zu bleiben. Es ist schon jetzt auch wieder so ein Kontrast zwischen euch, wo Brianna so rückwärts dort entlang gleitet, als ob sie ihr Leben lang nichts anderes gemacht hat. Und so, was ist mit dem Pinguin da nicht irgendwie umzufallen? Auf dem Eis ist Brie plötzlich die Elegante, was normalerweise nicht der Fall ist. Ja, aber so gleicht sich das auch aus, ist auch wunderbar, ihr habt euren Spaß. Die kennen uns seit über 40 Jahren, das ist jetzt nicht mehr wirklich. Mhm. Ey, das ist auch nicht das erste Mal, dass wir zusammen auf dem Eis sind, gehe ich davon aus. Ja. Das haben wir garantiert im ersten Winter in New York schon gemacht, dass wir zusammen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in Boston auch, weil Boston hat ja auch einen Winterschnee. Ja. Und dass man da tatsächlich auch was gemacht hat. Aber ich meine, es ist halt eine Freizeitbeschäftigung, der man nachgehen kann. Ja, und überlegen wir das jetzt. Ja, machen wir ruhig. Dann kommt ihr, als ihr nun eure Schlittschuhe wieder ab, die leitet ihr ja da, ne? Das ist irgendwie so. Ja. Und dann kommt ihr an einem Weihnachtsbaum vorbei, wo so Blinklichter dran sind, ne? Also die so, das sind so verschiedene Ketten, die halt verschiedene Farben und so Muster geben. Und das sieht schon irgendwo sehr interessant aus. Und deswegen darf die Hattie jetzt mal einen Self-Control-Wurf gegen 9 machen. Moment. Du brauchst 5 Erfolge. Gegen 9? Das sieht wirklich gut aus. Das ist so ein Muster, welches sich da bildet. Und mit den Lichtern. Self-Control. Glitzert so. Klaue ich den Baum? Erstmal einen Erfolg. Ja. Einen weiteren Erfolg. Mhm. Den dritten Erfolg. Gegen 9, ja. Ja, genau. Also ich habe einmal eine 9, dann eine 10, eine 1 und eine 9 und jetzt nochmal eine 9. Mhm. Jetzt keinen Erfolg mehr. Ja. Das ist so schön. Du weißt eigentlich gar nicht, also ich meine, diese Lichter, die Farben und dieses Muster, was sich daraus ergibt. Du bist völlig fasziniert von diesem Glitzer dort. Und Brianna, du merkst, wie halt Hattie einfach stehen bleibt. Ich wollte sagen, mir der Arm hängen bleibt, weil wir eingehakt so laufen. Mit völlig verträumtem Blick diesen Baum anstarrt. Also es ist einfach ein Weihnachtsbaum mit einer Lichterkette drumherum und diese glitzernden Muster und so weiter. Und du bist halt so, ha. Und reagierst jetzt auf gar nichts mehr. Erstmal, du bist völlig fasziniert davon und also du bist jetzt nicht unbeweglich oder so, aber du starrst nur diese Lichter an. Völlig, also geistig weggetreten schon fast, so sieht sie aus. Bree wird Hattie eine Weile kurz beobachten. Gibt dir so 21, 22, 23.
Dann wird Bree sich tatsächlich vor Hetty stellen, so in den Blickweg quasi. Du möchtest gar nicht den Blick davon abwenden lassen, du möchtest da weiter drauf gucken. Ich schieb dich so zur Seite. Hetty, wir müssen zur Party. Kann ich Hetty einfach mal vorsichtig versuchen zu ziehen? Ja. Ich würde Hetty versuchen, von dem Baum langsam wegzuziehen und... Würfel mal auf Strength und du würfelst bitte, du möchtest da nicht weg. Du möchtest da bleiben und die Lichter angucken. Was? Einmal blank da? Strength? Auf Strength. Mhm. Körperkraft sozusagen. Ja, eine 9. Gegen was? Gegen 6. 2 Erfolge. Ja. Ich habe einen Erfolg, ich kann auch nur einen bekommen. Leider scheint diese Störung dort etwas stärker zu sein als du und kann dich so ein bisschen wegziehen. Hattie? Was machst du denn? Ja, was starrst denn du einen Baum an? Wir müssen zur Party. Es ist ein Weihnachtsbaum mit Lichtern. Davon gibt es Millionen. Es ist nicht einfach nur ein Weihnachtsbaum mit Lichtern. Und von diesem hier gibt es nicht Millionen. Es gibt nur diesen einen. Ich würde mich nochmal vor Hetty stellen. Wahrscheinlich so Hände rechts und links am Gesicht. Mhm. Schätzelein, ich habe keine Ahnung, was bei dir da falsch gepolt ankommt. Es ist ein 0815 Weihnachtsbaum, wie es 20.000 andere hier in der Stadt gibt. Weil du das beurteilen kannst? Jetzt, wo halt der Blickkontakt unterbrochen ist und du so langsam kommst wieder klar. Also das ist jetzt nur so. Ah, okay. Aber hat natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen trotzdem. Sowas ja. Ist ja nicht einfach. Es ist einfach ein Baum mit blinkender Lichterkette. Hetty, insgeheim weißt du, was dort gerade passiert ist. Oder zumindest kannst du es ja. Ah, ich habe verstanden, vermuten. Was das ist, was mir passiert ja. ist. Ja. Das ist nicht das erste Mal. Das wäre nicht meine Frage gewesen. Habe ich das schon mal erlebt? Ja. Du bist 90 Jahre lang Toreador. Ah, okay. Und jeder Clan hat einen Nachteil. Mhm. Bei den Toreador ist es halt so, dass die von irgendetwas besonderem Muster, Farbwechsel oder sonst irgendwie etwas so angezogen werden, dass die einfach erstarren und das angucken. Das kann ein Muster sein, wo sie irgendwo versuchen, da irgendwo das zu interpretieren für sich. Also sie sind völlig versunken in dieses Muster. Oder wie jetzt hier eben diese blinkenden Lichter, die irgendwo so faszinierend sind. Also es kann sonst irgendwie etwas künstlerisch Wertvolles sein für sie in dem Moment. Und dann erstarren die einfach und reagieren auch auf nichts mehr. Voll eingetaucht. Ja. Klar, Nachteil der Toreador. Gott sei Dank bin ich kein Toreador. Ja, nur weißt du es nicht. Nein, mein Plan ist natürlich unfehlbar. Wir haben keine Nachteile. Ja, genau. Ich reibe mir zu die Augen und sage, es tut mir leid. Das braucht ihr nicht leid tun? Das passiert uns manchmal. Lass uns gehen. Also, versteh mich nicht falsch, es war ein sehr hübscher Baum. Also es war jetzt nicht hässlich, was du angeguckt hast, ja? Ich schaue dich so an und dann hänge ich mich bei dir ein und sage, ich weiß, dass mein Kunstverständnis unendlich groß ist, aber das ist eher eine teuflische Faszination, die uns immer mal wieder überkommt. Und dann sind wir tatsächlich... Also, wenn du mich mal tatsächlich einfach nur chloroformieren und an die Wand hängen möchtest, zeig mir irgendein schönes Muster. Wenn du Glück hast, springe ich drauf an und dann bewege ich mich erstmal nicht mehr. Gut zu wissen. Das ist bei euch Künstlerkindern ins Gesicht. Das kann man mit Meredith auch machen. Ja. Herausforderung angenommen. Brianna hat ab jetzt immer wilde Muster und Sachen in der Tasche, die sie rausziehen kann. Du hast so immer so ganz merkwürdig karierte Kleidung an. Mhm. Genau. Ja, vermutlich. Ich glaube ja, dass der Erfinder des Rorschach-Tests vermutlich Toreador war. Oder Mel Kenyon, der gerade einen Toreador untersucht hat. Oder das. Und die beiden haben eine gemeinsame wissenschaftliche Karriere gemacht. Ja. Also ich Dr. Freud, wir kennen sie alle. Ja, genau. Ich kläre dich dann auf und sag dir halt, dass das halt einfach manchmal passiert. Und das ist. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, fällt mir dann auch auf, dass man das tatsächlich, wenn man wollte, als Waffe gegen uns einsetzen kann. Naja, aber das zu finden, auf das du anspringst, das ist ja, genau. Es scheint ja random zu sein. Habe ich eigentlich mal ausprobiert, ob sich das wiederholen lässt? Also wenn ich dann dasselbe Muster nochmal anstarre, dass es dann wieder passiert? Oder ist die Faszination immer nur ein einmaliger, vorübergehender
Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich überlege nur gerade, diese Frage wurde noch nie gestellt. Also zumindest nicht, dass ich das an meiner Vampire... Nee, okay, gut. Also das ist interessant. Also an einem anderen Tag, wenn ihr das wieder passiert und wenn sie sich in einer sicheren Umgebung befindet, würde sie das tatsächlich mal ausloten, ob das etwas ist, wo man wirklich sagen kann... Ja, das müssten wir überlegen, wie das funktioniert. Ja, ob das etwas ist, was man recurring machen kann. Gerade wenn einem jetzt auffällt im Nachhinein, weil man ja so ein gewisses... Weil wenn man alleine ist, fällt einem vielleicht gar nicht auf, was passiert, weil die Zeit einfach vergeht und plötzlich wacht man wieder auf. Aber hier habe ich jetzt ja jemanden, der das mitbekommt, der auch gesagt hat, was war das jetzt? Mhm. Also gut, das müssen wir uns mal überlegen tatsächlich. Mhm. Ja. Ich glaube, dass es beim zweiten Mal sicherlich schwieriger wird, weil du irgendwo eventuell sogar nicht willst, dass du erstarrst. Mhm. Denn du würdest auch Angriffe einfach einstecken und du nicht drauf reagieren. Genau. Das ist immer so der Nachteil dabei. Also es ist ein echter Nachteil. Ja. Ja, ja. Gut. Ich glaube, dass man da auch unbewusst ein bisschen Abwehr dagegen quasi schon aufbaut, damit man nicht ganz reinrutscht. Also es könnte eher sein, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist beim zweiten Mal dort auch. Dann würde halt der Self-Control-Wurf entsprechend um 2 Stufen oder so einfacher sein. Ja. Ne? Und du kannst dich dann eher davon losreißen. Irgendwie so müsste man das machen. Mhm. Dann gehen wir rüber zum Starlight, weil wir sind mitten in der Stadt. Es ist Weihnachtszeit. Du möchtest kein Auto fahren, glaube ich. Ja. Das heißt, wir würden laufen das Stück, was ja jetzt alles Manhattan. Ja, ihr erreicht das Starlight und die übliche Menschentraube ist dann davor, beziehungsweise gut. Die Party ist ja im Endeffekt im Gang, also so viele Leute stehen jetzt nicht vor. Mhm. Ihr habt euren VIP, links hier Transponder, so. gerade Hattie wird von den Sicherheitsleuten, man lächelt und begrüßt dich. Du hast dir sozusagen schon einen Namen gemacht, du hast ein bisschen Gesichtspflege betrieben unterwegs, also du bist da bekannt, auch wenn du schon zeitlang nicht mehr da warst, seit ein paar Wochen, aber so ein Gesicht merkt man sich. Vor allem irgendwann kriegt man Spitze, irgendwie, die ist auch mit der Chefin und so. VIP sowieso und ne, das ist dann schon irgendwie. Ja, und jetzt sag's halt einfach, ich bin halt hier und du bist super Hattie. Stunning. Ja, also ja, ich bin Hattie. Das ist eine Marke. Mhm. Ja, und in der Tat trefft ihr dort dann auch auf so ein bisschen die kleine Toreador-Riege. Und Massika ist auch wieder mit da, also die übliche Clique dort. Mhm. Es wird erstmal getanzt und so. Ach, Hallöchen, ihr beiden. Da kommt gleich Meredith, die tatsächlich ein rotes Kleid trägt mit so einer Kunstfellborte unten. Also, wie du schon sagtest, so. Ja. Santa Claus in weiblich. Naja, männlich und weiblich gleichzeitig, also, ne? Ja, ja, aber sehr groß und sehr schlank, also nicht wirklich Santa Claus. Aber ja, da gibt es natürlich Küsschen auf beide Beine. Genau, ich wollte gerade sagen, Küsschen rechts, Küsschen links. Und dann sage ich, wir kommen gerade, ich muss mich noch etwas frisch machen. Wir waren gerade beim Eislaufen. Ich bin noch nicht voll. Ach, hier beim Eislaufen? Hm. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, aber. Dann nehmen wir dich nächstes Mal mit. Das also wird sicherlich ein Spaß. Ich mache eher Eisfallen und so. Also sie läuft. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Oh, da gibt es besondere Tricks. Wenn du uns kurz entschuldigen würdest, Brianna. Sie hakt sich bei Harriet ein und führt dich frisch machen in den VIP-Bereich zum Frischmachen. Oder sie deutet so auf ja, die... Ich muss noch die Kleidung wechseln. Ich... bin auch nicht passend angezogen. Für also die Toilettenecke tendenziell. Ja, genau. Also Cloakroom. Ja, okay. Ja. Ja. Meredith stiefelt auch einfach mit auf die Damentoilette. Ja, klar. Und dann ziehe ich mich da kurz um. Ja. Und währenddessen wird sie in ihrem Überschwall dir so einen Tipp geben, wie man kleidungsmäßig beim Eislauf etwas mogeln kann. Ist im Endeffekt eine Erweiterung von dem vor langer Zeit mal getragenen Reifröcken, was dann eben nicht nur ein Reif ist, sondern wie so ein Korb, den man ummacht. Das heißt, man hat gleich so eine Stütze ringsherum und kann eigentlich gar nicht umfallen, wenn es so in der Hüfte verankert ist und du hast so zu allen Seiten so eine Stabilität. Ja klar, ne, dann hast du Schwerpunkt. Ja. Und dann kannst du gar nicht umfallen. Das ist ja faszinierend. Das werde ich mir tatsächlich merken. Das werde ich mir tatsächlich merken. Und dann komme ich wieder raus. Und dann habe ich natürlich jetzt mein und das ist die Leggings habe ich zusammengefaltet. Ich hatte heute eine extra große Tasche dabei, eine große Handtasche. Da packe ich das dann alles rein. Keiner weiß, was ich getan habe. Und dann gehe ich mit ihr wieder raus.
Ja, und deine Stimmung ist dann noch weitaus besser. Ja, meine Stimmung ist Bombe. Bree hat sich was zu trinken bestellt und hat sich wahrscheinlich zu Masika irgendwo so daneben gesetzt. Hat natürlich freundlich gegrüßt, aber wie gesagt, zuschauen ist die, die Devise. Ja, Masika ist jetzt auch nicht diejenige, die jetzt unbedingt auf der Tanzfläche... Das hätte ich nämlich auch erwartet. So, dann auch so, ja, die und wie ist jemand, die ganz still, ohne Smalltalk, einfach gemütlich nebeneinander sitzen kann? Die ist da völlig tiefenentspannt. Ich glaube, das trifft tatsächlich Masikas Wohlwollen auch ganz gut. Ja, nein, Masika hat kein Christmas-Sweater an. Ich glaube, die hat überhaupt nichts mit Weihnachten irgendwie. Ich dachte, die hat überhaupt nichts an. Also, das wäre dann allerdings natürlich sehr auffällig. Vielleicht hat sie so einen kleinen, das ist so ein, sind so ein paar so, so broschenartige Dinge, also wo man so ein, Pins, ne, das ist halt so ein, wie so eine Zuckerstange. Oh, das ist oder aber so einen kleinen Schneemann oder so etwas. Mhm. Und ihr hattet beim Reingehen gesehen, dass vorne einer der Automaten auch mit so Weihnachtszeug jetzt ausgestattet ist. Natürlich. Wo man eben, wie gesagt, so kleine Anstecker mit Weihnachtsmotiven oder dass so ein kleiner, so, das ist wahrscheinlich reine Chemie, so ein Lebkuchen in so Plastik eingeschweißt, ne? Du hast immer so einen kleinen Lebkuchen da drin, in zwei verschiedenen Varianten, einmal mit Zuckerguss und einmal mit Schokolade oder sowas. Und keine Ahnung, was auch immer. Eventuell kannst du dann auch so einen Gutschein ziehen, wo du dann an der Theke so ein Rentiergeweih kriegst oder irgendwie sowas. Es wird durchaus angenommen. Aber das Starlight und auch das Klientel ist jetzt nicht so unbedingt etwas, wo jetzt das Weihnachtsmotiv so hinpasst. Mm-mm. Also du mit deinem Kunstverständnis, du merkst schon, also irgendwie, das wirkt hier nicht. Mhm. Ne? Ja, also es ist halt ein Clash, klar. Ja. Und es sind auch weniger Leute da als sonst. Also Starlight war schon mal voller. Gut, aber das würde jetzt, also ich meine, das fällt mir zwar auf, aber das würde mich jetzt nicht anfechten, sondern ich würde sagen, wir sind jetzt hier, wir feiern jetzt hier Weihnachten. Ja. Wenn ich Phoebe sehe, gratuliere ich ihr zu dem tollen Fest. Mhm. Und ja, und dann würde ich einfach sagen, ich würde auf jeden Fall tanzen. Ja. Und dann würde ich, aber ich würde auch mal gucken, wie es Bree so geht und dann auch mal auf so die Cues gucken, dass wir dann auch irgendwann wieder gehen. Du kennst Bree aber, dass sie ganz entspannt am Rande sitzt, zuschaut, dass sie da ganz glücklich ist und dass sie von sich aus irgendwann die Hand heben wird, wenn es soweit ist, dass sie dachte, jetzt habe ich die Nase voll. Ja, also ihr versammelt euch dann auch in üblichen Clique oben in eurem abgeschlossenen Bereich sozusagen, wo dann halt, also Kainiten unter sich. Mhm. Bree wird natürlich immer die Augen aufhalten, ob gerade im Dunstkreis Phoebe oder mit einem unserer Kainiten irgendjemand auftaucht, den wir noch nicht kennen. Ja, ganz neugierig. Weil sie sitzt ja am Rand und schaut tatsächlich, wie gesagt, Beobachtung ist die Ansage. Mhm. Das wird, da wird sie die Augen aufhalten. Nur falls. Mhm. Neue Gesichter kann man vielleicht immer gebrauchen. Ja, und dann kommt eben so der Moment, wo, hört mal, Mädels. Ja, im Endeffekt sind doch alles nur Frauen da jetzt, ne? Wo wir ja gerade mal unter uns sind. Phoebe, du machst gar keinen guten Eindruck heute. Was im Endeffekt das bestätigt, was mir schon... Wir sind ja jetzt hier unter uns. Also, nicht wahr? Was liegt dir denn auf dem Herzen? Wo drückt der Schuh, würde man sagen? Und Phoebe druckst so ein bisschen rum. Naja, also an sich nichts Ungewöhnliches für einen Betrieb, aber ich weiß, vielleicht habt ihr es selber schon mal gemerkt, in letzter Zeit werden halt die Gäste weniger und das ist also schon. Sie erklärt kurz, die haben natürlich irgendwie so eine Finanzsoftware und da kann man sich so Statistiken ausgeben lassen. Mhm. Ne? Und wenn dann halt irgendwie, ne? Also wenn man so eine Kurve hat mit Gewinn, Verlusten, irgendwie so Bilanzen, keine Ahnung, dass dann irgendwie man, es scheint wohl so jetzt aktuell sich seit einiger Zeit so ein kleiner Abwärtstrend irgendwo einzustellen. Der ungewöhnlich ist im Vergleich zum letzten Jahr? Genau. Wollte ich jetzt gerade sagen. Muss sie halt zu ihrer Schande gestehen, dass, also normalerweise gibt es hier keine Weihnachtsfeier. Ne? Und das war einfach ein Versuch, um mal hier wieder so ein bisschen was Leute reinzukriegen, aber so ganz funktionieren tut das auch nicht.
Intelligence, Finance, 3 Erfolge. Ja. Das hätte ich nämlich auch als allererstes gefragt. Ist das ein normaler Abfall, den sie tatsächlich über die Zeit immer wieder um Weihnachten rum sieht? Weil es kann sein, dass um Weihnachten rum die Leute einfach weniger Clubbing machen und eher ihr Geld für was anderes haben. Das wäre, aber Bree hat schon gefragt, also insofern, das wäre auch Hatties erster Instinkt gewesen. Das würde Phoebe dann wahrscheinlich auch nicht Sorgen machen, weil sie weiß, ach, die Weihnachtstage und danach geht's wieder aufwärts. Genau. Nee, also normalerweise, gut, das ist halt während der Weihnachtszeit so ein bisschen zurückgeht, je nachdem, weil die Leute halt andere Sachen zu tun haben oder sie fahren irgendwo zur Verwandtschaft oder sowas. Das ist halt immer irgendwie so ein bisschen, dass eine Schwankung da gibt. Aber an sich gibt es auch eine ganze Menge Leute, die ja gerade hier auch in Starlight kommen, die eben mal kein Weihnachten haben wollen. Denn auch die wird es in New York geben, auch wenn natürlich halt viele so irgendwie Juhu und Weihnachten und so oder halt das große viele Ding kein draus machen. Um einfach vielleicht auch mal einen Ausgleich zu haben und nicht irgendwo Last Christmas oder so zum 95. Mal an einem Tag zu hören, dass man dann irgendwo mal woanders hingeht und dann ist eben so das Starlight eigentlich immer so eine Adresse gewesen. New York ist ja auch bunt genug, dass es garantiert auch genug gibt, die überhaupt keine Und es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die vielleicht auch tatsächlich Weihnachten ablehnen. Es gibt ja auch wirklich solche Weihnachten. Genau. Nee, nicht auch, mit mir, die dann garantiert auch irgendwo, und nicht mal religiös es anders verbringen, sondern einfach sagen, nee, mach ich nicht mit, will ich nicht. Genau. Ja. Phoebe, hat denn in der Nähe irgendwas aufgemacht, was dir Konkurrenz macht? Ja, ich fürchte schon. Ach, und was? Es gibt da seit einiger Zeit einen, ich weiß nicht, Diskothek, Club oder so etwas. Einen Augenblick. Sie nimmt tatsächlich, ja, wie sie auch ein Tablet irgendwo her haben, als auch dann und tippt da drauf so ein bisschen rum und ruft dann ein Werbevideo auf, wie es halt viele Clubs irgendwie haben, dass sie mal irgendwie, was sich auf YouTube Werbung schalten oder so, dass man so, dass man irgendwie aufrufen kann. Und erstmal schlagen, also virtuell natürlich auf dem Monitor, Flammen daraus und es erscheint dann so ein großer Schriftzug: Inferno, willkommen in der Hölle. Und dann tritt in diesem, ich weiß nicht, etwa anderthalbminütigen Video ein Mann auf. Vom Alter würde man ihn vielleicht so in den 30ern schätzen, vielleicht auch Anfang 40, wenn er sich gut gehalten hat, in einem maßgeschneiderten Anzug, der halt seine neue Diskothek anpreist, dass es eben da keine Sünden gibt, weil man ja für die Sünden eigentlich in die Hölle kommt. Und wenn man schon in der Hölle ist, gibt es auch keine Sünden mehr und solche Sprüche hat er dann da drauf. Und das wäre halt sehr vielseitig und ein Erlebnis, was man noch nicht hatte. Und der Club jetzt in New York, in Manhattan. Ich würde mal gucken, ist Louise da? Ja. Ich drehe mich zu Louise um und sage, einer von deinen? Nein. Kennst du den Mann? Ich hatte mit Phoebe ja schon mal drüber gesprochen. Das Ding ist halt, der liegt, ich glaube, es wird umgangssprachlich neutrale Zone genannt. Das heißt? Und davon hattet ihr auch schon mal gehört, weil er so zu dem, sag mal, Grundausstattung an Informationen für den neuen Kaniten in Manhattan. Es gibt eine Zone, etwa 3 Blocks breit, zwischen Manhattan und dem, also der Nordzipfel ist noch Sabbatgebiet von dieser Halbinsel. Also Manhattan ist ja so ein langes Ding und wird oben etwas schmaler. Da ist irgendwie so ein Fluss und Kanal an der Seite. Und der Zipfel oben, der gehört auch noch zum Sabbat. Und dazwischen, um halt diese Gebiete zu trennen, hat man, ja, ich habe es jetzt so genannt, eine neutrale Zone eingerichtet, wo an sich weder Camarilla noch der Sabbat eigentlich etwas zu suchen hat. Es ist eben neutral. Ne? Man sollte sich da raushalten, was aber nicht heißt, dass man nicht auch hineingehen kann. Nur grundsätzlich, sobald man in die neutrale Zone hineingeht, verlässt man das Gebiet der Camarilla. Das heißt, wenn du dort die Sentinel-App irgendwo aktivierst, wenn du irgendwo in Schwierigkeiten geraten solltest, hat's eine schlechte Karte. Hilft dir keiner. Wird dir keiner helfen kommen, weil du außerhalb der Camarilla-Zone bist. Andererseits sollte aber auch gar kein Sabbat dort irgendwo vorhanden sein. Also dort hineinzugehen, ist vielleicht mit einem gewissen Risiko behaftet, aber letztendlich, wie wir ja schon festgestellt haben, Risiko besteht immer. Das Gangrel-Pack, was einfach als Flugform irgendwie in die Stadt hineinkommt oder so und dich eigentlich überall erwischen kann im Zweifelsfall.
Also einfach nur hinein zu. Es geht halt auch darum, hier so ein bisschen diese beiden Fraktionen so voneinander zu trennen, dass irgendwo, wie gesagt, keine kainitischen Aktivitäten da sind. Das heißt aber auch nicht, dass irgendwo ein Kainit über Mittelsleute da irgendwie Geschäfte betreibt. Oder aber, wie es ja vielleicht auch irgendwo mal ist, wenn man wirklich Geschäfte treiben möchte, dann kann es auch sein, dass irgendjemand mit dem Sabbat Geschäfte macht. Und dass man sich dort in der neutralen Zone trifft. Das könnte man dem einen oder anderen vielleicht auch zutrauen. Und die neutrale Zone wäre ein idealer Treffpunkt dazu. Ja, es ist die Frage. Und jetzt sage ich es in die Runde. Glauben wir, dass das der Sabbat ist? Dem Thema nach wäre es doch gar nicht abwegig. Ich glaube, von uns war noch niemand dort. OT, ich habe es mit nicht gemerkt. Hast du es dir gemerkt, Bree? Was hat Karlchen zum Thema Hölle gesagt? Er hatte da so einen Spruch. Ja, man muss erst durch die Hölle gehen oder im Leben erst durch die Hölle gehen, um auf der anderen Seite rauszukommen. Wenn du willst, die Welt verstehen, musst du durch die Hölle gehen. Ich glaube, also Bree macht da gerade keine Verbindung zwischen den beiden Themen, gefühlt. Es ist alles miteinander verbunden. Ja, das ist der Team. Wie kommst du denn jetzt auf Karlchen? Wenn du willst, die Welt verstehen, musst du durch die Hölle gehen. Welt verstehen. Alte McCaffian-Weisheit. Wie gesagt, mir wäre das zu gefährlich, aber... Musst du durch die Hölle gehen, ja. Es ist alles mit allem verbunden. Hölle gehen. Okay, gut. Es hat es noch keiner ausprobiert, wie der Laden so ist. Ich schau dich so an. Das ist auch keine so gute Idee, wenn es der Sabbat ist. Also wenn's an sich, dadurch, dass es in der neutralen Zone liegt, darf es der Sabbat gar nicht sein. Also ja, weder Kamarilla auch, noch Sabbat. Aber dann sollten wir da auch nicht hingehen, um nicht noch einen Zwischenfall zu herbeizuführen. Wenn du in einen Club gehst, der von einem Menschen vielleicht geführt ist, das kann ja Mensch sein. Achso, wir dürfen reingehen. Wir dürfen nur keine Geschäfte dort machen. Und der Sabbat darf auch reingehen, aber er darf halt keine Geschäfte dort machen. Also, man sollte sich da nicht unbedingt, selbst es wenn ein Konflikt ist. Also es ist gefährliches Gebiet, das ist klar. Das heißt, wenn dir jemand schräg kommt, ist keinerlei Unterstützung da. Aber es könnte theoretisch ein Mensch sein, der den Laden führt. Das wird Bree tatsächlich auch in die Runde sagen. Ja, es könnte auch keine Ahnung, ob das sein. Eine. Wie gesagt, das mit dem neutralen Zoll, es ist eine politische Vereinbarung. Ja. Ob sich die da wirklich dran halten, ist eine andere Sache. Und du meinst, dass die. Ja, eben, genau. Und du meinst, dass die da jetzt einfach dieses Ding aufgemacht haben und da gehen jetzt die ganzen Leute hin? Das Ding ist, wenn man wüsste, was sie dort direkt veranstalten und es ausspionieren kann, wäre es einfacher für Phoebe vielleicht ein Gegenprogramm zu starten. Vielleicht ist es auch nur eine Phase. Das kann auch sein, dass irgendwo nach einer Zeit die Leute auch dann wieder zurückkommen. Was hast du denn unternommen, um mehr über diesen Laden rauszufinden? Einen deiner Ghule hingeschickt, um mal zu gucken? Bis jetzt noch nicht. Hast du mal rausgefunden, wer der Besitzer ist? Über den irgendwas rausgefunden? Richtung Masika schielen. Die grinst ein bisschen. Also, es ist so wie gesagt, Phoebe ist ja nicht, es ist jetzt nicht so, dass sie wirklich so, wie heißt das, so niedergeschlagen wäre. Es ist mehr so, es macht dir halt Sorgen irgendwie, ne? Also wenn das weiter so geht, dass irgendwie mit so einem Laden in New York ist halt teuer, auch so von der Pacht und so. Aber nicht, dass sie jetzt so komplett irgendwo am Boden wäre, ne? So noch nicht. Als du sagst, wer der Besitzer ist, also so ein leichtes Schmunzeln geht und dann klickt sie nochmal irgendwie auf, der hat natürlich auch eine Homepage, der Club oder halt die Disco. Mhm. Und da steht als Inhaber tatsächlich Lucifer Morningstar. Der Mann hat Humor. Wenig überraschend. Ja, Humor, das ist richtig. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass was auch immer er da so treibt, irgendwann den Reiz des Neuen verliert. Ja, das hoffe ich auch. Aber nun gut. Ach, Schätzelein, wir kriegen das schon hin. Wir werden dich doch entsprechend unterstützen.
klar. Ich vermute mal, dass es keinen Sinn hätte, zu dem Laden einfach hinzugehen und ihn anzuzünden. Nicht, dass irgendjemand auf diese Ideen kommen würde. Nein, Meredith, auf diese Idee kommst nur du. Naja, bei Inferno wäre es doch nur passend zum Namen, gell? Das möchte man meinen. Ich möchte mal kurz Perception und Empathy auf Bree wirken. Okay. Ja, bitte, mach das. Weil ich versuche, sie zu lesen, weil... Ja, Inside-Check. Genau. Also ich meine, ich muss jetzt nicht würfeln, ich kann mir schon denken, was rauskommt, aber wir folgen jetzt einfach mal den. Gegen was würfle ich? Ich habe keinen Erfolg. Man müsste jetzt sagen, dadurch, dass ihr schon so lange kennt, würdest du da auch eine Erleichterung kriegen und gegen 5 würfeln. Dann habe ich einen Erfolg. Dich beschäftigt es. Also du siehst die Zahnrädchen rattern in Brees Kopf, auf jeden Fall. Ja, ja. Das wird notiert für später. Mhm. Also, wobei du auch Bree gut genug kennst, dass sie jetzt nicht quasi jetzt ihre Sachen packen und losfahren würde. Also das wäre was. Ja, sie hat überhaupt keine Angst. Sie möchte nur wissen, ob du so darauf anspringst. Weil natürlich Hattie ist natürlich auch so ein bisschen, alles hängt mit allem zusammen. Man müsste da schon mal irgendwie, ich meine, jemand, der sich Lucifer Morningstar nennt. Bree ist nur neugierig. Also bei Bree ist die Neugierde geweckt. Ja, also bei Hattie ist jetzt natürlich schon so, was, wenn das jetzt doch der Sabbat ist? Was würden wir dann tun? Also dann so auch so dieser Sicherheitsaspekt. Dann sind die uns aber verdammt nahe. Dann, wenn rauskommt, dass das der Sabbat ist, dann wird die Kamarilla irgendwas unternehmen. Möchten wir dann nicht vielleicht ganz weit weg sein? Also für sie ist das eher tatsächlich eine Frage, sie würde gerne Gewissheit haben, was da ist. Es ist nicht so sehr Neugier, sondern es ist die Abwägung, es könnte potenziell gefährlich werden. Sie ist eher so der tendenziell, klar, happy-go-lucky Toreador, aber im tiefsten Innern ist sie schon auch besorgt, und zwar um ihre Sicherheit. Materiell oder immateriell, einfach dieses... und deswegen findet sie die Frage auch sehr interessant, wer das ist. Die Motivation ist bei beiden völlig anders, ist aber völlig unterschiedlich, das Ergebnis ist dasselbe. Bree hat auch keine Sorge um Sicherheit. Sie fängt auch bei null wieder an. Das kleine Überlebenskind, ich glaube, es liegt daran, weil du schon so oft bei null warst und ich kam ja schon immer von einem wahnsinnig hohen Niveau. Ja, bei Bree hat ja von nichts angefangen und hat sich reingearbeitet, und sie ist, wie gesagt, solange sie noch irgendwie lebt... Und sich selber hat, der Rest kommt schon. Das ist tatsächlich... Also sie würde auch, also Hertie ist jetzt nicht jemand, die sich als allererstes, sondern sie würde dann auch immer ihr Umfeld mitnehmen, aber dann zu gucken, was könnte theoretisch potenziell für ihre Familie Probleme bringen, und dass sie das auch wirklich abgreift und dann unter Umständen auch relativ rigoros reagiert. Also ist erstmal, wie gesagt, Bree hat sich erstmal den Laden abgespeichert, den Namen. Das wird sie von Morningstar, wird eher mit einem Schmunzeln hingenommen. In welchem Jahr sind wir nochmal? 2018. Oh, dann hat jemand sich von der TV-Serie inspirieren lassen. Ach, heißt der da auch Lucifer Morningstar? Ja. Yep. Mhm. Okay. Weil ich weiß, die Frage, ob ihr die kennt und sowas geguckt habt. Ja, also ich kenne die Serie nicht komplett, aber... und Bree kennt's nicht. Deswegen, das war jetzt die Frage, dass du die kennst, also... Das stimmt schon. Würde Bree sowas gucken? Also ich meine, dadurch natürlich, also Lucifer Morningstar, das ist natürlich in der Bibel. Er ist ja Lucifer, ist ja der Lichtbringer, und er wird ja auch als Morgenstern bezeichnet. Also sie kennt es aus der Bibel. Ich glaube auch eher, dass es wenn aus der Ecke kommt, weil das ein Motiv ist, was künstlerisch ja auch immer mal wieder auftaucht. Aber, also mindestens bei Lucifer und Inferno, also da braucht das Morningstar, ist gar nicht so wichtig, also die Richtung. Aber wie gesagt, ich denke mir dann so, Serie, wie putzig. Was passt genau zu der Beschreibung? Der würde da jetzt sehr gut, kann ich mir jetzt gerade vorstellen, wie es steht. Und ja. Ja, und dann würde ich tatsächlich, wenn dann der Abend zu Ende ist, würde ich tatsächlich mir Bree unter den Arm klemmen und versuchen, gemeinsam mit ihr ein Taxi zu nehmen. Und dann würde ich das tatsächlich mit dir, ich klemme dich unter den Arm, mit dir darüber sprechen. Ihr beide, ich kann selber gehen. So, jetzt, wo du sagst. Ja, dann besprecht euch doch mal. Ja, was meinst du denn? Lucifer, unser neuer Freund? Also ich wäre schon neugierig. Irgendjemand muss den Laden mal erkunden. Sei es nur, weil er Phoebe das Leben schwer macht.
Nicht, dass das sein echter Name ist, davon gehe ich natürlich jetzt nicht aus, aber die Frage ist neutrale Zone. Bis jetzt haben wir uns zu Recht weit weg davon gehalten. Auf der anderen Seite, solange wir einfach nur dorthin gehen und wieder schnell zurückgehen, wir können ja ein Auto nehmen. Damit wir zu unseren Bedingungen wieder gehen können, dass wir nicht auf ein Taxi warten müssen, etc. Die Frage wäre, ob wir unsere zwei Jungs quasi als Fahrer mit dabei haben. Dann sind die zwei im Auto, falls irgendetwas ist. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich Sebastian, den richtigen S-Namen nehmen, überhaupt in sowas reinziehen möchte. Ich habe einfach die Angst, dass Sean dann irgendwie die Sicherung durchbrennt und wir dann hinterher mit zwei Leichen dastehen. Du weißt, dass er manchmal etwas zu beschützerisch ist. Da muss Sebastian nur schnell genug Gas geben. Bevor Sean aussteigen kann. Mein Buhl hängt mach so die, halb bei dir. Mach die Tür auf! Sicherung ist drin. Genau, die Kindersicherung, dass er von drinnen das nicht aufkriegt. Das wäre genau das Richtige für Sean. Ich meine, ich müsste mich natürlich ein bisschen kleidungstechnisch anpassen. Also vor allen Dingen nicht zu hübsch sein, denn sonst erinnert man sich garantiert an mich. Aber das kriege ich hin. Ach komm, ich hier als graue Maus. Nee. Nicht, aber vielleicht was neutral-schwarzes. Netzstrümpfe? Was neutral-schwarzes? Was neutral-schwarzes? Goth? Zum Beispiel, wobei ehrlich, Hattie, du wirst immer auffallen. Ich glaube nicht, dass dir im Blute liegt, nicht aufzufallen. Catholic Schoolgirl Look, da falle ich bestimmt nicht auf. Mit langen Zöpfen, so verstehst du, so Wednesday Addams. Ich glaube schon, dass du da einen hinguckst. Wir gehen durch deinen Schrank und wir stylen dich so, dass es 0815 ist. Vielleicht sollten wir da vorher noch zu Walmart gehen. Ich glaube, wir kriegen auch aus deiner Garderobe etwas Hochwertiges, aber nicht Schreiendes hin. Dann müssen wir ein Foto von Meredith machen. Ein Foto von Meredith? Für Meredith. Von Meredith, ob ich so ein Foto von Meredith dabei habe, what? Für Meredith. Von mir in einem dezenten 0815 von dir ausgesucht. Das ist kein Problem. Schicken wir per WhatsApp oder was auch immer sie alternativ in Amerika dazu nehmen rüber. Ich glaube, Meredith ist nicht bei Telegram. Irgendwas sagt mir dir kein Telegram. Ja, das ist. Wir posten es auf Facebook. Schlafen wir doch eine Nacht drüber, ob wir das wirklich machen wollen. Ja. Aber keine Alleingänge. Versprochen. Nicht, dass ich morgen aufwache. Nein, Brie bitte die Hand hinhalten. Versprochen. Ja. Ich habe meine Freundin in die Hölle geschickt und sie kommt nicht wieder. Wieder im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, schlaf doch noch zwei Nächte drüber. Wir sehen uns dann. Toodles. Und dann lese ich so in der Zeitung. Inferno. Inferno, richtig. Ja. Du warst mit Meredith unterwegs ohne mich. Genau. Mm. Und dann kommt ein Karlchen. Großes Badawum. Andere Richtung. Da war jemand mit Feuereifer dabei, genau, den Laden hochgehen zu lassen. Ja, okay. Ja, und das würde ich da, genau, also, aber das ist, und ich würde mir das nicht nehmen lassen, weil der Abend, also ich würde mich dann schon nochmal hinsetzen und ich würde schon nochmal mir diesen Videoclip angucken. Ja. Mhm. Und Brie dann auch nochmal. Zu Hause auch einen PC anmachen. Ja. Tendenziell also, wird sie wahrscheinlich unten im Büro tatsächlich, das Büro überall dunkel, nur PC, klack, ist an, ja. Weil sie kann im Dunkeln ja relativ gut gucken. Relativ gut ist gelogen, sie kann gut gucken im Dunkeln. Und sie wird tatsächlich auch auf den Laptop starren oder auf dem PC-Monitor starren und auch sich nochmal durchklicken und alles in Ruhe durchlesen, den Herren nochmal inspizieren und auch googeln, was es sonst für Rezensionen gibt, vielleicht auch Fotos gibt. Leute teilen ja Sachen. Social Media ist ja schon groß. Ja, guter Punkt. Sehr richtig. Gucken, was man da so aufschnappen kann, um so einen Eindruck von drinnen zu kriegen, was über das Flash-Video hinausgeht. Ja. Und was ich machen würde, ist, ich würde tatsächlich das Handelsregister aufrufen.
der muss eingetragen sein, der muss eine Lizenz erworben haben, wenn er Alkohol ausschenkt. Und das wird er nicht unter einem Künstlernamen machen können. Das ist nämlich tatsächlich in den USA, so wie auch in Deutschland, ja geregelt. Es darf ja nicht jeder anfangen, Alkohol auszuschenken. Mhm. Das würde ich tatsächlich machen, weil da kenne ich mich schon aus. Also ich meine, Finance und Law, da habe ich überall Punkte drin. Also wie das funktioniert, weiß ich, weil ich ja auch weiß, wie man ein Geschäft anmeldet und so. Das habe ich, egal, dass ich schon 90 Jahre alt bin, da habe ich mich auf dem Laufenden gehalten. Das würde ich tatsächlich auch mal machen, um zu gucken, was ich so von der Seite einfach nur mal rauszufinden. Wem gehört der Laden wirklich? Seit wann ist er tatsächlich offen? Also diese Dinge, um mal so ein paar Eckdaten zu bekommen. Mhm. So eher Sherlock Holmes-mäßig. Ja, da fangen wir doch einfach mal an. Also im Endeffekt, der eigentlich eingetragene Name ist sowas wie John Doe. Also es ist nicht jetzt John Doe als solches, aber halt so ein... James Smith. James Smith, Richtung, genau. Irgendwie so ein Allerweltsname letztendlich. So heißt er wahrscheinlich nicht. Wo es halt, ich weiß nicht, Millionen von gibt in... Das ist übertrieben, aber... Nee, das ist nicht übertrieben, glaube ich. James Smith ist schon sehr häufig. Ich weiß, die USA, so Gesamteinwohnerzahl, wo sind die? Bei 160 Millionen insgesamt? Und wo sind die? Waren nicht 250 Millionen? Oder so? Also weiß sehr viel. Genau. Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, gerade so viel wie Deutschland, bis 140 oder so. Also, ja, und da wird es halt, wie gesagt, so ein Allerweltsname letztendlich. Die Geschäftsadresse, da ist dann noch irgendwie dann, viel weiter, so ein paar Informationen, klar, dass du irgendwie, ich weiß nicht, ob du irgendwelche Nummern abrufen kannst, also das, was halt öffentlich zugänglich ist. Ja. Das ist relativ nichtssagend im Endeffekt, ne? Mhm. Und, ja gut, aber dann hat man das einfach mal. Also denn es hätte ja auch sein können, dass da ein Name dahinter steckt, den man vielleicht auch kennt, dass es vielleicht jemand ist, der auch noch andere Lizenzen hat. Also auch wenn man nichts rausfindet, hat man ja was rausgefunden. Also es fällt halt einfach nichts aus. Es ist so unauffällig, dass es schon wieder auffällig ist. Also das würde ich einfach mal mitschreiben und dann habe ich ja einfach Notizen gemacht. Ja. Mhm. Und bei Brianna, erstmal so von der Homepage her, da wird natürlich angepriesen, was man da alles machen kann. Also das ist halt Diskothek, Club und es gibt so verschiedene Vergnügungsbereiche, sagen wir mal. Also irgendwo, dass man dieses, ich weiß nicht, Shuffleboard und Billard oder sowas, ne? Irgendwie so ein Bereich, dann hast du ein, wo tatsächlich, das heißt dann auch Hell's Kitchen, wer hätte es gedacht, wenig kreativ, aber trotzdem, also so ein, wo man so Snacks kriegen kann. Mhm. Also so kleine Pizza oder irgendwie was, ne? So. Kleine Snacks oder was man so aus dieser Pappschachtel, so, ich weiß nicht, gebratene Nudeln, frag mich nicht, irgendwas, ja, so Kleinigkeiten halt, ne? So Kleinigkeiten, ja. Ja. Dann gibt es natürlich eine Bar und es werden die tollen Cocktails angepriesen und verschiedene Dancefloors und ein Chill-Bereich, also je nachdem, mit modernen Worten wird das natürlich so ein bisschen dort beschrieben. Und was du an Bildern findest, ist halt wirklich ein gut eingerichteter Club. Mhm. Dadurch, dass du jetzt schon mal so vorher recherchierst, er ist halt in Orange, Rot und Gelb gehalten, so diese, sag mal, Feuerfarben. Yep. Man hat immer mal wieder solche TFT-Displays, wo halt Flammen drauf gezeigt werden. Die Leute teilweise... Diese üblichen, wenn man schon so eine Thematik hat, dann hat man natürlich auch diese Partyfotos so, wo halt irgendwie der Freundeskreis und jeder hat halt so diese, was ihr als Rentierhörnchen aufhattet, dann als Teufelshörnchen und solche Geschichten. Oder dass da Leute wirklich irgendwo mal die Cocktails mitgepostet haben. Wir haben sie in einem Meanwhile gehört, wenn ihr euch erinnert. Wir hatten ein Meanwhile zum Inferno. Ja, da haben sich zwei Personen unterhalten. Ja. Und ich müsste jetzt nachgucken, welche Nummer das war. Obwohl, kann ich kurz mal, vielleicht kriege ich das dann direkt hin. Wer das also nochmal nachhören möchte. Und ja, das heißt, du kriegst also schon mal einen Eindruck dort von dem Innenraum. Was du aussehen kannst, wenn man mal... Simon! Das war, wo wir Simon das erste Mal gehört haben, das Meanwhile. Das ist das Meanwhile 3, Todsünden. Mhm. Was man auch erkennen kann, das Sicherheitspersonal trägt nicht das übliche Schwarz, sondern Rot. Wer hätte es gedacht?
Also zumindest oben rum, ne? Also untenrum weiß ich, meistens wird es irgendeine Jeans sein oder so, aber die Kombination Rot-Schwarz ist da eben auch sehr beliebt eigentlich. Aber ebenso von der Security ist eben dann eher die rote Farbe hier gefragt. Ja, und in der Tat, Lucifer selbst, also derjenige, der sich mit Künstlern, wahrscheinlich Künstlernamen als Lucifer bezeichnet, ist da zwischendurch auch mal mit drauf. Also er ist durchaus auch mal mit den Leuten dort unterwegs und dass man mit ihm so Selfies macht sozusagen, also auf einigen Fotos ist er halt auch mit drauf. Okay. Und ich meine, von dem, was du jetzt so, also der Club scheint was zu können, um das mal so auszudrücken. Das heißt, ganz digital, die Google-Bewertungen sind im 4-5-Sterne-Bereich. Ja, exakt. Okay. Ah, und was auch noch sozusagen angepriesen wird, ist, dass du halt mit allen möglichen öffentlichen Verkehrsmitteln dahin kommst. Mhm. Also es gibt tatsächlich einen Taxistand dort und eben irgendwo eine Busstation. Ne? Also wenn du dort getrunken hast und wenn du meinst, dich mit der Maßlosigkeit anlegen zu müssen, das ist einer der Cocktails da, dann hast du auch noch irgendwo einen Transport nach Hause und dass du halt nicht mehr mit dem Auto fahren musst. Okay. Wenn Bree träumen würde, würde sie unruhig schlafen, aber sie schläft ja wie ein Stein. Das heißt, sie macht irgendwann, wenn sie merkt, auch so langsam, ne, dann macht sie einen PC aus, tripselt nach oben, sagt ihren Pflanzen gute Nacht. Sie hat jetzt vom Kaltchen gelernt, man redet mit den Pflanzen, da sagt sie ihren Katz gute Nacht. Nicht jedem einzeln, sie sagt es tatsächlich in die Runde und wird sich dann in die Waagerechte hauen. Wie schnell so ein Kelvin abfärben kann, das ist total gut. Ja, es braucht nicht viel. Der von Pflanzen scheint er ja Ahnung zu haben. Es sah sehr schön grün aus und die Pflanzen ja, also sehr bunt gesund. Auch, ne? So waren auch durchaus auch Blühpflanzen dabei. Was natürlich Hattie wirklich fasziniert, ist, er ist ein Kainit und trotzdem kann er einen Vogel haben. Es gibt also Tiere, die bei uns funktionieren. Jetzt habe ich die Frage, ob ich da schon mal, also vielleicht wird sich Brianna damit beschäftigt haben. Also ich habe garantiert mal eine Katze oder so getroffen, die dann gleich schreiend davongelaufen ist. Oh, nicht also, nur eine. Triste. Ja, eben, sage also, ich ja. Also ich immer hab, mal wieder auf so Tiere nee, oder nee, auch nee, also ich meine, ich habe, es ist mir bewusst, dass wenn wir uns Tieren nähern, die Reaktion jetzt nicht positiv ist bei mir. Hattie habe ich noch nicht gesehen, wie sie sich Tieren genähert hat, gehe ich mal davon aus. Ich habe gesehen, wie sie sich in ein Tier verwandelt. Obwohl, habe ich gesehen, wie du mit Katzen gesprochen hast? Nee, oder? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, dass du noch nicht registriert hast, dass Katzen vor mir weglaufen. Ich weiß nicht, ob wir die Situation so richtig schon hatten. Aber ich weiß, dass sie vor mir weglaufen. Ja, das Ding ist, wenn wir zusammen unterwegs sind, hast du ja keine Ahnung, von wem sie einfach weglaufen. Weg. Ja, sie genau. laufen weg. Also ja, ich glaube nicht, dass wir da explizit drüber gesprochen haben. Also du meinst eher, ich weiß nicht explizit, dass sie vor dir nicht weglaufen. Oder? Na, das Ding ist, ich habe dir erzählt, dass ich mich mit einer Katze unterhalten habe. Stimmt. Also du weißt schon, dass in gewissen Situationen die Katzen vor mir nicht weglaufen. Das ist das Einzige, was du weißt. Die Frage ist, ob Mercavians auch die Möglichkeit haben, was die Gangrel halt auch haben. Das weiß ich tatsächlich bewusst nicht. Aber es fällt mir auf, dass er da jetzt anders ist als ich. Also er ist in vielen Bereichen völlig anders als ich, aber gerade halt auch dieser eine, der sehr deutlich ist. Die Frage ist auch, ob alle Tiere sich vom Acker Stimmt, mit Kakadus habe ich es wahrscheinlich noch nie versucht. Ich überlege gerade, was man würfeln kann. Knowledge, Vampire. Luck. Was wir nicht haben. Eigentlich Okkult, aber das wird Brianna nicht haben, ne? Ja, nee. Okkult habe ich nicht. Ach, sorry, hätte jetzt auch nicht. Also. Mit Okkult hat Bree wenig Hut. Dann machen wir Intelligence Animal Ken. Gegen? 6. Ein Erfolg. Du hast mal davon gehört, weil auch Gangrel eventuell da eher dazu neigen, sich so etwas anzuschaffen. Aber es spricht absolut nichts dagegen, dass man auch einem Tier sein Blut gibt und dann einen Tierghoul erschafft.
Das ist etwas, was Bree hätte nicht erzählen würde. Ja, genau. Obwohl, ehrlich doch. Also wenn wir drüber reden, würde Bree das, glaube ich, tatsächlich mit Hattie teilen. Nicht, dass Bree das machen würde. Sie findet das ganz falsch. Aber also okay, das müssen wir tatsächlich mal ausspielen, weil ich mache mir jetzt gerade echt voll die Gedanken. Ja, es gibt auch Tiergule, ne, klar. Nee, jetzt echt. Warum nicht? Ich habe da nie drüber nachgedacht, aber irgendwie finde ich, ist das jetzt das. Da würde dann Hattie tatsächlich länger drüber nachdenken. Da würde sie wahrscheinlich für 10 Minuten nichts sagen. Hattie, du redest schon wieder so viel. Denk doch mal da drüber. Ne? Ja. Ja, bist du erstarrt, musst du wieder die Augen zuhalten, bis du irgendwas siehst. Ja. Nee, ich glaube, das wäre für Bree nichts, was sie tun würde, aber... Aber geht das nur bei Gangrel? Nö, das kann jeder. Also ich könnte es auch machen, wenn ich jetzt irgendwann mal sage, ich möchte eigentlich doch eine Katze haben, dann öffne ich meine Adern, zwinge eine Katze dazu, mein Blut zu trinken und alles wird gut. Ja. Wobei, bei Katzen ist das gar kein Problem. also ist... Nein, das diskutieren wir mal wann anders. Okay. Oh, schönes Thema, direkt zum ins Bett gehen. Ja, genau. Mhm. Eigentlich, du schläfst heute nicht im Schlafzimmer. Geh mal da. Knabber. Knabber, genau. Hallo, Ivy, ich hab etwas für dich. Halt mal kurz still. Ich mache mir erst so die Ader auf und tropfe dann so blöd. Mhm. Nee, also das machen wir heute nicht. Gut, also dann haben wir einen Plan und irgendwann gehe ich dann auch ins Bett und ich träume ja nicht, also ist alles in Ordnung. Gut. Das ist echt ein Segen als Kanid, oder? Augen zu. Wollt ihr noch ins Inferno? Heute nicht mehr, würde ich sagen. Nur heute, also auf jeden Fall, ja, aber nicht heute. Ja. Okay, alles klar. Ja, dann, ich habe mich jetzt hier auch gerade so einen Stubentiger, der jetzt hier Aufmerksamkeit möchte. Aber trotzdem versuchen wir mal. Also im Endeffekt könnte man heute jetzt aussuchen. Ich habe natürlich auch die gesamte Ballade noch da von Cassandra. Ich könnte euch also einmal diese Ballade verlesen oder halt ein Meanwhile. Die Ballade würde ich gerne nicht verlesen jetzt, weil da möchte ich ganz gerne wie dieses Cassandra-Video für Victoria damals machen. Da habe ich eine Idee, extra. Deswegen, genau. Okay, da alles klar. Da möchte ich einen kleinen Den Link habe ich euch ja gerade schon geschickt. Mhm. Ja, da habe ich eine Idee. Dann machen wir das so. Und jetzt gehen wir kurz, ich muss hier dann die Maus bedienen. Nein, meins, Maus. Maus, genau. Maus. Maus? Maus? Nein, wofür geht's nicht. Gut, dann haben wir doch hier ein Meanwhile, welches interessanterweise an dasjenige vom letzten Mal anknüpft. Meanwhile, eine besondere Reise. Mit einem Stöhnen wachte er auf, rieb sich die Augen und versuchte, die wirren Bilder zu sortieren, die ihm gerade durch den Kopf gingen. Er warf einen Blick auf den Wecker neben seinem Bett. Es war bereits kurz nach 9 Uhr morgens und nach dem Muskelkater zu urteilen, war es eine lange Nacht gewesen, wenn er sich auch nur bruchstückhaft daran erinnern konnte. Dieser Zustand war ihm an sich nicht fremd, doch stellte sich so etwas normalerweise nur nach einem ausgiebigen Saufgelage ein, wenn er sich auch nicht entsinnen konnte, sich gestern betrunken, ja überhaupt Alkohol zu sich genommen zu haben. Trotz eines alkoholbedingten Blackouts hätte er sonst erfahrungsgemäß wenigstens den Beginn des Gelages noch irgendwie zusammenbekommen. Außerdem waren die Erinnerungsbruchstücke so verwirrend, als ob sich Realität und der eben noch erlebte Traum in seinem Verstand zu vermengen schienen. Die letzte klar zu definierende Erinnerung war das Treffen auf dem Friedhof, wo er einer schwarz gekleideten Frau den Abschluss des letzten Auftrages mitgeteilt hatte. Danach war es schwierig, sich die Erinnerung in die Gedanken zu holen. Es waren nur Fragmente, die vielfach nicht so ganz zueinander passen wollten. Da waren Bilder von Personen in schwarzen Roben, der graue Stein und die Kühle eines unterirdischen Gewölbes, ein inniger Kuss, der noch so präsent war, dass er fast noch ihre Lippen spürte. Ein Kerzenschein aus silbernen Leuchtern, ein Singsang in einer Sprache, die er nicht kannte. Und immer wieder diese Frau. Attraktiv, charmant, frech und sexy. Und er hatte sie nackt gesehen. Nein, nicht nur das. Sie hatten Sex gehabt. Wilden, hemmungslosen Sex. Er sah sie noch deutlich vor sich, wie sich ihr von Schweiß glänzender Körper bewegte, als sie auf ihm saß und sich ihre Fingernägel in seine Flanken krallten. Lust und Schmerz. Oh ja, letzteres auch verursacht durch eine silberglänzende Klinge, mit der man ihm noch während des Aktes kleine Schnitte in die Haut geritzt hatte, aus denen feine Rinnsale vom Blut herausliefen. Was für eine kranke Scheiße, sowas konnte doch nicht wahr sein.
Sofort richtete er sich auf, um Oberkörper und Arme zu begutachten, ob er das nur geträumt oder es tatsächlich real gewesen war. In der Tat waren dort rote Striemen und Kratzer über seinen Körper verteilt, aber diese wirkten älter und nicht erst von letzter Nacht. Wenn aber diese Wunden älter waren, fehlten ihm die Erinnerung, wie er sich diese dann zugezogen hatte, zumal die Art der Wunden durchaus zu den im Traum vorkommenden Messerschnitten passten. Ein Traum, der real wurde, mit Wunden, die über Nacht verheilten? Irgendwie surreal, was eben nur ein Traum sein kann. Ein Geräusch riss ihn aus seinen Gedanken. Jemand kam den Flur herunter. »Guten Morgen, Schlafmütze. Na, wieder erholt?« begrüßte ihn die im buchstäblichen Sinne Frau seiner Träume, die umwickelt mit einem Handtuch gerade dabei war, sich mit einem zweiten die langen schwarzen Haare trocken zu rubbeln. »Hey, was guckst du so erschrocken? War ich so wild, dass es dir die Sinne verschlagen hat?« Sie grinste suffisant. Seine Gedanken rotierten. Weitere Fragmente tauchten auf. Ja, ihr Name war Charlotte Mendez, die lieber Charlie genannt werden wollte. Sie gehörte zu seinem letzten Auftraggeber und sollte ihn bei weiteren Nachforschungen unterstützen. Die dazugehörigen Unterlagen wollte man ihnen per Boten zusenden. Vorher sollten sie sich schon einmal austauschen und einen groben Plan für das weitere Vorgehen entwerfen. Wenn das so stimmte, so ganz traute er seinen eigenen Gedanken gerade nicht, war der Austausch etwas anders gelaufen, als mit der eigentlichen Formulierung gemeint gewesen sein mochte. Nein, alles gut, ich habe nur schlecht geträumt oder sowas, erwiderte er schnell, war sich aber nicht sicher, ob dies die richtigen Worte waren, die eine Frau nach einer stürmischen Nacht hören wollte. Charlie grinste. Wenn du schlecht geträumt hast, kann es ja nicht von mir gewesen sein. Jetzt aber auf, es gibt viel zu tun. Spielerisch schnalzte das eben noch zum Trocknen der Haare verwendete Handtuch in seine Richtung, traf ihn aber nicht und wurde einfach fallen gelassen. Wie wäre es, wenn du uns in deiner Küche einen exquisiten Kaffee zum Wachwerden zubereitest? Dann gehen wir runter in das kleine Café an der Ecke, gönnen uns ein ausgiebiges Frühstück und nachher haben wir noch ein bisschen Zeit, damit du packen kannst, bevor wir zum Flughafen müssen. Bei dem Wort Zeit zwinkerte sie ihm zu und nickte in Richtung Bett. Zum Flughafen heute noch? Rutschte ihm heraus und sofort kam er sich wie ein Trottel vor, weil er damit seine Verwirrung preiszugeben drohte. Aber davon musste Charlie ja nicht unbedingt etwas wissen. Na klar, wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Ordner liegt in der Küche. Und falls du zufällig an der Kaffeemaschine vorbeikommst, weißt du ja, was zu tun ist. Sie schritt grazil zu einer halb geöffneten Sporttasche, löste das andere Handtuch und enthüllte einen durchtrainierten, schon fast makellosen Körper, dessen Anblick bei der Sortierung seiner Gedanken nicht wirklich weiterhalf. Mit Mühe wandte er sich ab, während Charlie in der Tasche wühlte, ging den Flur entlang Richtung Küche und ertappte sich bei dem Gedanken, dass es das sein musste, wenn man sagte, man würde träumen, weil die Realität zu perfekt war, um echt zu sein. Und doch war sie es, wenn auch mit einem bitteren Beigeschmack wegen der... Nein, nicht schon wieder. Er schob schnell Erinnerungen an silberne Messer, Blut und schwarze Roben beiseite und aktivierte in der Küche angekommen die Kaffeemaschine. Während diese aufheizte, schnappte er sich den Ordner, der auf dem Küchentisch lag. Da dieser hier schon vorlag, hatte er möglicherweise sogar die Ankunft des Boten verpasst, während er noch in einem verzweifelhaften Traum festgehangen hatte. Wenn es dann ein Traum gewesen war. In der Mappe befanden sich einige Blätter, teils versehen mit den Fotos der Zielperson, die er, wie er unerwähnt gelassen hatte, von einem Kollegen hatte machen lassen, weil eine großflächige Suche allein nicht zu bewältigen gewesen wäre. Dann fand er einen von ihm bereits unterschriebenen Vertrag zur Verlängerung des Auftrags, eine Bestätigung, dass ein nicht unerheblicher Vorschuss bereits auf sein Konto überwiesen worden war, zwei First-Class-Tickets nach New York und eine Buchungsbestätigung für ein Doppelzimmer in einem noblen Hotel in Manhattan. Wahrhaftig, seinem Auftraggeber musste es wirklich wichtig sein, diese Frau zu finden. Gedankenverloren stellte er eine Tasse unter den Ausgabestutzen der Kaffeemaschine, drückte den Knopf für einen Kaffeecremer. Die Maschine begann zu arbeiten und sein Blick wanderte von der Mappe zur Küchentür. Irgendwo zwischen dem Geräusch des Vollautomaten hörte er weiter hinten aus dem Schlafzimmer, wie Charlie eine Melodie pfiff und ein Reißverschluss schwungvoll zugezogen wurde. Sah er das gerade richtig, dass er dabei war, einen neuen Auftrag zu beginnen, trotzdem er sich, aktuell wenig überraschend, nicht daran erinnern konnte, die Unterschrift unter dem Vertrag geleistet zu haben? Ein Auftrag mit schon im Voraus geleisteter finanzieller Absicherung? Vorgebuchter und bezahlter Logistik nebst Logis und als i-Tüpfelchen Charlie als Begleitung? Irgendetwas sagt ihm, dass die Sache einen Haken hatte. Gerade weil das alles so perfekt erschien. Sozusagen der Jackpot für jeden Privatdetektiv. Doch er kam aktuell nicht darauf, wo sich dieser befinden konnte. Aber gut. Zu solchen Bedingungen war schwer Nein zu sagen und wenn es einen Haken gibt, dann würde er ihn finden. Vielleicht lieber etwas später als früher. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Mitspielen, bei euch da draußen fürs Zuhören. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der Hölle wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und genießt den Karneval. Vielen Dank fürs Leiten. Wieder.
Sehr gern, sehr gern. Wenn es wieder heißt New York Dark. Also Vampire the Masquerade New York Dark. So. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.